Guten Morgen zusammen. Ich muss noch ein bisschen warten. Mein Auto fängt jetzt gerade an, sich zu entfrosten. Und dann geht's los Richtung Bliesheim. Ich habe gestern Abend noch mit dem Ortsbürgermeister telefoniert. Er hatte mir einen Kontakt geschickt und dann haben wir, glaube ich, um 10 Uhr telefoniert. Es war ein sehr gutes Gespräch und ich glaube, die haben einen richtig guten Ortsbürgermeister, muss ich mal sagen. Er ist auch jetzt gleich da. Gleich werden einige Leute da sein, die ihr alle kennt. Markus Zintel hat sich auf den Weg gemacht. Also es wird auf jeden Fall vor Ort mit Fachleuten gleich nochmal gesprochen. Das Unternehmen, was den Abriss macht, möchte ich auch grüßen. Das ist wirklich nicht gegen euch. Und auch Markus sagte, den Preis, den er gehört hat, der ist völlig normal. Da sind auch Giftstoffe vorhanden, die entsorgt werden müssen und so weiter. Also bitte, bitte, der Unternehmer, der hat da gar nichts mit zu tun. Es geht einfach um die Sache, um die Finanzierung des Abrisses, wie der Abriss vielleicht noch alternativ gemacht werden kann. Das Problem ist wohl auch, dass der Nachbar nicht auf seinen Innenhof kann, weil eben das untersagt ist wegen dieser Mauer, die wohl einsturzgefährdet ist. So, wir sind ja lösungsorientiert, deshalb treffen wir uns jetzt gleich da. Es sind auch noch andere Fachleute da, ihr kennt die meisten davon aus den Videos. Und ja, ich freue mich drauf, weil wir kommen nur vorwärts, wenn wir Lösungen finden und wenn vorher gesprochen wird, damit wir alle in die gleiche Richtung gehen und auch alle mit dem Ergebnis nahe zufrieden sind. Dann hat mich gerade noch Denjay angerufen. Ihr kennt ihn, er hatte ein Video gemacht über Ahrweiler, hat in der Vertonung ein Gedicht sprechen lassen im Hintergrund, ein richtig gutes Video über die Flutkatastrophe. Er ist einer der Paten, der sich jetzt drum kümmert, und es sind gestern schon ganz viele E-Mails eingegangen. Bis Südfrankreich reichen die E-Mails, also aus Südfrankreich kümmert sich jemand drum, der auch aktiv jetzt die Familie unterstützt, die zwei Herren, und es hat schon eine Wahnsinnsresonanz gegeben, kann ich euch sagen. Mein Telefon ist gestern Abend nicht mehr still stehen geblieben, ich bin aber nicht drangegangen. Ich hatte einige Telefonate noch geführt und es war einfach zu viel. Ja? Also nicht böse sein, es war zu viel und abends um 10:30 oder so habe ich dann auch irgendwann keine Lust mehr zu telefonieren. Ja, wie gesagt, wir treffen uns jetzt gleich alle vor Ort, dann wird darüber gesprochen, der Ortsbürgermeister ist auch da. Dann hatte ich eben noch einen Anruf von jemandem, mit dem hatte ich auch Kontakt aus Erftstadt. Das war kurz nach der Flutkatastrophe. Da hatten wir darüber gesprochen, wie wir uns gegenseitig helfen können. Dann haben wir, glaube ich, Großmaschinen hochgeschickt Richtung Erftstadt. Und er hat da im Prinzip die gleiche Rolle wie ich so bei uns in Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte er in Erftstadt. Total netter Typ, da freue ich mich auch gleich drauf, den zu treffen. Hat direkt gesagt, wie er helfen kann, ob er Kontakte herstellen soll. Das Netzwerk funktioniert da immer noch da oben, sagte er. Und er hätte, glaube ich, sogar die Möglichkeit, die Bürgermeisterin von Erftstadt zu informieren über den Termin heute und dass die vielleicht auch mit vor Ort ist. Also ich bin gespannt, wer alles da ist. Das WDR hatte sich auch angekündigt. Und wir wollen einfach eine Lösung, die tragbar ist für die zwei, damit die Existenz, die ist ja jetzt schon bedroht, damit es nicht noch schlimmer wird. Und wir als Gemeinschaft schaffen das. Ich bin mir da völlig sicher. Und wenn wir wirklich kompetente Leute vor Ort haben, vielleicht andere Wege finden, dann sollte das doch alles möglich sein. In dem Sinne, es ist alles kurzfristig. Ich weiß das. Ich wollte eigentlich heute erst dahin fahren. Aber was bringt das, wenn ich dahin fahre und die Bagger am Abreißen sind? Deshalb bin ich gestern schnell hingefahren. So flexibel muss man sein. Und da ist auch mal der erste Advent eben nicht so relevant. So, wir schaffen das, heißt es ja immer so schön, und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen, weil wir sind wir und wir machen. Und das ist einfach wichtig und ich fahre jetzt los, die Scheibe ist frei und ich muss wieder Luft pumpen hinten in meine Reifen. Beide Reifen hinten haben einen Schaden, obwohl sie geflickt wurden, die sind mehrfach geflickt worden. Das Ahrtal hat seine Spuren hinterlassen und jedes Mal, wenn ich aufpumpe, das ist so alle 3 Tage, dann kommen die Erinnerungen wieder hoch. So, es geht los. Wir sehen uns nachher. Ich werde mit Sicherheit dann nochmal live gehen. Und ich freue mich schon auf die Menschen, die ich gleich wieder treffe. Und ich bin auch
optimistisch, dass wir Lösungen finden. Bis nachher. Tschüss. Online? Ja, genau. Dann hast du gleich Leute, ne? Genau. So. Unten wird gerade ein Gespräch geführt von Offiziellen. Da können wir nicht bei sein. Ich hoffe, dass da jetzt eine Lösung gefunden wird. Nur, dass ihr auf dem Stand der Dinge seid. Und hier sind viele bekannte Gesichter. Zum Beispiel hier die Maske. The Mask Singer. Und hier die Duracell-Zelle. Ja. Mit 30.000 mAh kennt jeder. Genau. Aber du kein Licht, kein Ton, kein Strom. Ich komme schon. Da bin ich. Aber du hast gerade schon das Gespräch geführt hier mit den beiden Besitzern und hast mal erklärt, wie das funktioniert. Das 5-Euro System. Ja. Und es war einleuchtend sogar für mich. Von daher, es hat jeder verstanden. Fand ich sehr gut. Und es ist ja schon einiges in der Mache. Genau. Ich bin verwundert, dass hier sind ja echt viele Menschen jetzt gerade und einige kennt man, einige sind auch unterwegs. Markus Zintel und so kommt auch gleich an. Super, Markus, schönen Gruß, falls ihr gerade zuschaut im Auto. Aber du bist hier jetzt die Kernperson. Ich habe jetzt den Staffelstab und dich gestern schon direkt rüber geschmissen. Genau. Ja, war Hammer, ne? Also ich habe das Video ja gesehen und ich war ja wirklich schockiert, genau wie du. Und ich war ja, das muss man echt erzählen, aber naja, ich muss immer an den Leuten an dem Bildschirm erstmal eins sagen, weil ich das immer wieder sage. Der Grund, warum ich hier bin, seid nur ihr, weil ihr mir mit dem Projekt so viel Rückhalt gebt, ihr mir so den Rücken stärkt und immer wieder sagt, Jörg, mach weiter, du machst alles richtig. Und ich merke das ja auch auf meiner Facebook-Seite, ja, was ihr für mich tut. Das ist mir so wichtig, euch das immer wieder zu sagen. Wenn ihr nicht andauernd gefällt mir drückt und super und toll und tolles Projekt macht weiter, wäre ich jetzt nicht hier, weil ich bin gestern zurückgefahren aus Bad 9a, bis Murat, das sind 320 Kilometer und dann habe ich dann entschieden, ich fahre heute wieder zurück, bin also jetzt 350 Kilometer, seit heute Morgen 4 Uhr schon wieder unterwegs hier, aber einerseits natürlich, Markus, wegen deinem Video, das ist klar, aber andererseits, ich sag's immer, wegen euch an den Bildschirm, ne? Wenn ihr das nicht machen würdet, dass ihr sagt, super, 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 dann wäre ich jetzt nicht hier, ne? Das ist mir immer so wichtig zu sagen. Ihr seid der Grund, warum wir so erfolgreich sind. Das war nur meine Idee, mehr nicht, ne? Gut, dann haben wir jetzt eine Website eingerichtet, also auf dem 5-Euro-Haus. Wenn ihr also auf 5-Euro-Haus.de geht, findet ihr den Menüpunkt Willi. Und dort findet ihr dann auch entsprechend das Spendenkonto, wo ihr dann einen Dauerauftrag einrichten könnt über 5 Euro im Monat. Oder wenn ihr eine Einmalspende machen wollt, geht das natürlich auch, gar kein Problem. Ansonsten, wenn eine Spendenquittung benötigt wird, dann über 500 Euro, also ab 500 Euro möglich, geht dann über das Vereinskonto. Und dann steht auch der Verwendungszweck ausdrücklich dazu, dass die Spende dem Willi direkt zugeordnet wird. Steht aber auch eindeutig drin auf der Website, kann man nicht falsch machen. Und dann wird der Verein das Geld praktisch in einem kleinen, wenn man das so sagen darf, extra Konto hinterlegen. Wir informieren dann die Familie und sagen, für euch sind als Beispiel 500 Euro eingegangen. Dann kann die Familie eine Rechnung über 500 Euro einreichen und wir werden diese Rechnung dann vom Verein aus bezahlen. Das heißt, das Geld landet entweder zu 100% auf dem Girokonto bei der ersten Lösung. Bei der zweiten Lösung geht es dann über den Verein und wir haben die dritte Lösung und da wissen vielleicht einige schon. Hier ist die dritte Lösung. Ja, genau. Hier ist die dritte Lösung. Eine sehr sympathische Lösung. Genau, kannst du selber vorstellen. Und viele wissen ja, dass ich ja ein riesiger Fan, das gebe ich ja zu, von Annette Baumgartner bin, die diesen Bildband gemacht hat, weil, und dann halte ich sofort die Klappe, weil sie auch schon für das 5-Euro-Haus-Projekt 2000 Euro gespendet hat. Ah, das ist der Heizungsbauer wahrscheinlich. Also. Hier hin. Heizung ist wichtig hier. Heizung muss hier. Genau. Muss rückwärts rein. Da wir jetzt schon über die Annette eine große Spende generiert haben, freue ich mich, dass wir auch den Bildband mit auf der Seite drauf haben. Also auch auf der 5-Euro-Hausseite Willi ist der Bildband mit drauf und dazu erzählt Annette was. Ich habe gerade Essen gesehen, das ist ja der Hammer. Das ist ja Vollverpflegung. Ja, übrigens gibt es einen Spruch. Hey komm, bevor wir loslegen, ja. Du weißt, ab und zu muss auch ein Spruch raus. Bleibt die Frage, ist das Sandwich eines Wissenschaftlers wissenschaftlich belegt? Und was machen Forscher, wenn sie herausgefunden haben? Sie gehen wieder rein. So, jetzt hier. Junge, 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 Junge. Unglaublich, also, ja. Da hinten werden die ernsten Sachen beschworen und hier ist der Jörg Burkhardt am Abklacksen. Ja, also...
Bildband. Es gibt ein Kennwort auf der Seite vom Jörg. Auch bei mir auf der Webseite gibt es so eine Kennwortliste. Und dann kann man den Bildband bestellen. Und von den 28 Euro gehen 12,50 Euro an die entsprechenden Häuser, an die entsprechenden 5-Euro-Häuser. Oder auch andere Projekte haben wir ja auch noch mit drin. Ne? Und die gehen dann direkt hier als Spende hin. Magst du nochmal aufklappen? Ja. Das ist sehr schön, das darf man nicht vergessen. Man kann nämlich wunderbar, ja, das ist so toll, weil man kann wunderbar eine Widmung reinschreiben. Und ich habe das gemacht, ein Buch habe ich ja dem Denjay geschenkt, der hat das nicht gewusst. Und du hast ja Denjay heute Morgen erwähnt. Ja. Denjay als Rapper, genau wie auch die Nicole Bartermann, die haben ja die Patenschaft für das Haus übernommen. Und da kann man wunderbar ein riesiges Dankeschön da reinschreiben, denn Denjay, auch das sollte jeder wissen, ist genau wie du, Markus, am Tag 1 hier unten gewesen. Das heißt, der hat genau das Gleiche erlebt wie du, hat also sofort die Sachen gepackt und ist aus Bremerhaven hierher gefahren und hat ja dann diesen Rap-Song gemacht und ganz, ganz toller Mann. Wir gehen zurück zum Bildband. Walpertsheim ist da auch drin, genau. Das war die Kapelle. Moment. Es ist so kalt. Kalte Hände, ne? Ja. Ich krieg's nicht. Ich mach, komm, ich halt, mach mal. Ich halt. So, warte schon, lass mal. Ich hab hier die Finger am Finger, ja. Genau. Also ich habe das Buch ja schon öfters jetzt mal gefilmt, weil ich die Bilder einfach ziemlich krass finde und sehr, man entdeckt in dem Bild so viel Details, ich finde es einfach hervorragend. Also da steckt echt eine Leistung hinter, muss man schon sagen. Dankeschön. Das, was ist das, Annette? Ich weiß es nicht. Ach so. Also ich vermute, dass es ein Skateboard oder irgend sowas ist. Ich weiß es nicht. Das sollte halt einfach... Die Brücke ist ja bekannt, ja. Die ist noch immer in dem gleichen Zustand, glaube ich. Zumindest vor einer Woche bin ich, glaube ich, vorbeigefahren. Ja. Ja. Genau, das ist ja auch so ein tolles Bild mit den matschigen Händen. Ja, das waren Feuerwehrleute aus Troisdorf. Das ist so aussagekräftig, finde ich, ne? Ja, absolut. Für die, ja, da gibt es noch ganz viele. Genau, das Projekt ist übrigens das Projekt 41, also mit vielen Anführungsstrichen, sage ich mal, feiern wir heute so eine kleine Ü40-Party. Viele Anführungsstriche bitte. Ja. Aber 41 ist das Objekt, ne? Wir wollen ja nicht alles zeigen. Genau. Aber das ist ein bisschen spannend. Das ist auch so krass. Ich kenne den sogar, ich glaube, dem gehört auch, oder gehörte das, ich glaube, hier stand noch ein Hotel, also... das ist der Markus Schneider von Frutania, der Chef. Ich glaube, das Haus hier links gehört ihm. Und das Auto, das ist auch von ihm. Okay. Die Geschichte dazu, das ist so unfassbar. Ja. Und vor allem, dass du dann auf einmal Bezug zu Menschen hast, denen das Auto gehört. Ja. Das hatte ich ja vorher nicht. Ne? Wie viele Autos haben wir da rausgezogen? Ja. Unglaublich. Also das, und wenn man das sieht hier, das ist so wichtig, dass solche Bilder hier, solche Dokumente für immer bleiben. Ne? Ja. Oh Mann. Ich habe hier, habe ich echt vor, weiß ich nicht, 6 Jahren, 7 Jahren oder irgendwann habe ich hier geparkt und dann sind wir durch den Tunnel gegangen und von hinten auf diese Burg hier oben hoch. Da lebte nämlich noch mein Ben, das war mein Herzenshund und da kann ich mich noch so deutlich dran erinnern. Das hast du auch, glaube ich, mal in einem Video gesagt. Das habe ich schon 100 Mal gesagt, es tut mir leid, wenn ich immer wiederhole, wie irgendein Fernsehsender, aber das ist irgendwie, das ist für mich, kommt es jedes Mal wieder hoch. Ne? Und es war, ich meine, hier hätte noch ein Gebäude, da hätte irgendwie so ein Biker... Parkplatz wäre da gewesen oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Ja. Und wenn man überlegt, wie weit unten die A ist, ne? Ja. Hier an der Stelle. Die A hat hier gar nichts mit zu tun, weil die fließt ja außenrum eigentlich an dem Berg vorbei. Ja. Das ist über den Kragen, die Abkürzung getroffen. Ja. So. Genauso wie damals bei dem anderen Hochwasser, wo genau derselbe Krater an derselben Stelle passiert ist. Ja. So. Und dann haben wir eine schöne Geschichte, die sich gerade in... Über die Webseite. Wir müssen auch sagen, wo man das bestellen kann. Ja, genau. Ja. Also bestellbar über www.annett-baumgartner.de. Okay. Und es geht, wie gesagt, hier um das Haus. Es geht um die Renovierung und um das Haus dahinter, was einfach in einem desaströsen Zustand ist, im unteren Bereich. Keine Heizung vorhanden. Hier wird man mit einem Gas... Heizer sozusagen warm gehalten und Heizungsinstallateur ist da. Wir warten gleich noch drauf, wann die Heizung in Betrieb genommen werden kann, weil ansonsten kommt Tobi Schott, mit dem habe ich auch gestern noch Kontakt gehabt und macht hier erstmal eine Einraumheizung hin.
Entschuldigung, wisst ihr schon, wann die Heizung ungefähr fertig ist? Oh, mein Kollege fragen, der ist federführend hier. Okay, danke. Darf ich dich filmen? Oder? Du hast mir gerade eine Karte in die Hand gedrückt. Ja. Ich halte sie mal hier rein, darf ich? Ja, gerne. Airbrush Ute. Ja, sehr fantasievoll. Warum bist du jetzt hier? Du hast mir eben gesagt, wenn ich mal einen Airbrush haben möchte, soll ich dich ansprechen, weil du die Aktion irgendwie gut findest. Genau. Ne? Warum bist du heute hier? Also wir haben Kontakt hier zum Herrn Bieberstein bekommen über einen Freund, der ehemalig unter ihm gearbeitet hat. Also war sein Lehrjunge quasi, der Erwin. Und sind halt hier, wir haben halt vorher schon geholfen und hatten aber nicht mehr auf dem Schirm, dass dann noch nichts passiert ist. Und wir waren total geschockt über den DDR-Bericht, wie das hier noch aussieht. Wir hatten ihm damals Kühlschränke und alles gebracht. Aber Shoppers und Partys haben da, ist unsere Motorradverein, wir haben da ein bisschen was geholfen. Aber dass jetzt immer noch nichts passiert ist, waren wir echt geschockt. Und dann sind wir halt am Sonntag direkt hergefahren und haben geguckt, was wir machen können. Und dann bist du ja auch schon gekommen. Und ja, toll, jetzt läuft es halt für den Herrn. Wart ihr das aus Neuss oder was? Weil nein, er sagte, nein, jemand... wir kommen aus Elsdorf. Ach, direkt hier auch. Genau. Also ich hatte mit dem Ortsbürgermeister gestern noch telefoniert. Echt ein tolles Gespräch. Das scheint ein sehr guter Bürgermeister zu sein, der sich wirklich um seine Bürger kümmert. Ja. Und er sagte, das Problem ist nicht nur hier in dem Haus, sondern sogar die Straße hier runter. Man wird manche Leute gar nicht mehr sehen. Hier sind wohl noch Häuser, wo das gleiche Problem ist. Ne? Also ich bin auch so ein bisschen überrascht. Aber ja, so weit waren wir noch nicht. Also wir hatten jetzt erstmal den Herrn Bieberstein im Blick. Aber das ist natürlich heftig, dass hier immer noch gar nichts passiert ist. Ne? Ja. Und das nach 4 Monaten. Also man mag es gar nicht glauben. Ich bin ehrlich entsetzt drüber. Also ich auch. Weil, dass der Winter kommt, das ist jedes Jahr das Gleiche. Das hat sich nie geändert. Ja. Und dass wir jetzt hier stehen, wegen der Heizung auch und allem. Also wegen diesen Grundbedürfnissen, die ein Mensch hat. Der, ne? Der Herr Bieberstein, der hat... mit einer Gasheizung, mit so einer Gasflasche. Wir waren am Sonntag hier. Nach 2 Stunden hatte ich schon so einen Kopf, weil das saugt ja den Sauerstoff aus. Das ist alles nicht ohne, das ist hochgefährlich. Richtig gefährlich. Und dann wollten wir direkt heute Morgen losfahren und Radiatoren kaufen, aber jetzt bekommt er ja glücklicherweise, Jungs sind schon da, eine Einraumheizung und ich bin so glücklich für ihn, dass das läuft. Gott sei Dank. Also mir kommt es auch so ein bisschen vor, als wären die beiden traumatisiert irgendwie. Total überfordert. Weil mir wurde auch gesagt, es wurde wohl ganz viel Hilfe angeboten, aber die haben es nicht irgendwie in Anspruch genommen. Und es wäre wohl auch Geld noch zur Verfügung, aber die hätten den Antrag nicht aus. Also die sind irgendwie muss man denen noch anders unter die Arme greifen. Ja, das ist ein 81-jähriger Mann. Der Sohn ist wahrscheinlich auch, also die sind alle traumatisiert, haben schlimme Erlebnisse hinter sich. Und wie kann man, kann den Leuten nicht einfach sagen, macht einen Antrag, zack, Ende, ein 81-jähriger Mann, da muss doch jemand mal rauskommen und sagen, wir helfen euch, diesen Antrag auszufüllen. Also, sie so alleine zu lassen, ist wirklich krass. Weil wenn ich mir denke, wenn mein Auto kaputt geht und ich muss da irgendwas regeln und stehe irgendwo auf der Straße, muss jemand anrufen, da kriege ich ja schon Hektik, ne? Geschweige denn, wenn mein ganzes Haus absäuft und ich weiß nicht, wo oben und unten ist und was ich zuerst machen soll und es erschlägt mich, dann fällt man ja auch in so eine Lethargie, weil man einfach gar nicht weiß, was man zuerst machen soll. Der Bieberstein ist oft in den Keller runtergegangen, hat gesagt, ja, wenn da jetzt eine Heizung kommt, ich muss mich irgendwie ablenken. Dann hat der arme alte Mann mit 81 Jahren ist hingegangen und hat unten verputzt. Ja, das ist Aktionismus, weil man einfach nicht mehr weiß, was man tun soll. Ne? Man ist überfordert. Ja, ich sage ja immer, jeder Jeck ist anders. Ich komme ja aus Kölle, so ein bisschen. Ne? Und der Spruch ist ja auch Programm. Ich sage mal, jeder geht mit Problemen anders um. Manche lösen Probleme, andere haben, wenn sie Probleme vor sich haben... Sind gelähmt, genau. Und da muss man irgendwie Acht drauf geben, auf die Menschen, ne? Auf jeden individuell irgendwie reagieren. Ne? Ja. Super, dass ihr hier seid. Und, danke, dass ihr hier seid. Sind ja mittlerweile... bewegt richtig viel, toll. Ja, das schaffen wir wirklich nur als Gemeinschaft. Jetzt gucken auch schon wieder 4.000 Leute zu. Und dass ihr seid die im Hintergrund, die hier auch alle mithelfen. Ne? Und das ist einfach... wichtig. Ne? Ja, ich bin vielleicht das wir Medium. Wir versuchen halt auch schon seit dem ersten Tag, ist ja auch meine Heimat. Ne? Ich komme ja, bin in Bad Münstereifel groß geworden. Meine Eltern kommen aus Wallerswist, wir sind selber betroffen. Wir hatten auch Todesfälle zu beklagen, also einen Todesfall in der Familie, eine Freundin zu beklagen. Es ist einfach, es macht sprachlos. Ja.
danke dir. Und wir bleiben in Kontakt. Ne? Ja, gerne. Also wenn du irgendwas hast für dich oder das für gibt's andere. Ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Wie verrückt ist das denn? Hallo. Was machst du denn hier? Ich komme. Du brauchst nur einmal zu rufen. Ich habe für den Herrn Decken mitgebracht und alles pipapo, was ich gesammelt habe. Sie sind alle in meinem Auto. Du machst jetzt hier eine Zweigstelle auf. Genau, mache ich. Gerne. Sofort. Zieh das Trip 2. Ja. Also das wusste ich nicht, dass du kommst, aber das ist echt verrückt. Für sowas bin ich da. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich wollte schon nachts kommen und nee, ich habe heute meinen Arzttermin abgesagt. Ich habe gesagt, da ist was Wichtigeres. Geht's dir denn wieder gut? Du hast ja. Nein, nee, nicht? Leider noch nicht, aber das ist mir wichtiger. Ja, naja, verrückt. Bei mir genauso. Ich habe auch sowas gemacht. Ja, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Also das ist der Wahnsinn. Das kann doch nicht sein. Und das mitten in Deutschland. Es ist wohl auch so, dass das nicht das einzige Problemhaus hier ist. Hier geht es wohl auch noch weiter. Abgerissen werden, hatte ich eben. Ja, nicht nur abgerissen, aber hier sind auch viele Leute, die mit der Situation wohl nicht klagen. Oder ich habe mit dem Ortsbürgermeister gesprochen, der ist wirklich, der ist super, der Mann. Und müssen wir gucken, was wir hier machen können. Schade, jetzt. Wir kennen unseren Ortsbürgermeister noch gar nicht. Ja, bei dir ist das große Manko. Er hat ja hier schon mit seiner Frau geholfen. Naja, der frühe Vogel fängt den Wurm, würde ich mal sagen. Aber danke, dass es euch gibt, Markus. Ja, danke, dass es uns alle gibt. Ja. Dass es euch gibt. Wenn ihr das jetzt nicht aufgerufen hättet, würden wir davon nichts wissen. Und wir würden, ich meine, uns geht es noch einigermaßen besser als jetzt wie diese Situation. Wo ich den älteren Herrn gesehen habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also ich habe Decken mit, ich habe Wärmflaschen mit, ich habe Nahrung mit. Ja. Hygieneartikel habe ich mit. Ich habe gesehen, dass er Wasserkocher und so hat. Also ich wollte schon alles mitpacken. Ich krieg morgen Heizdecken, die bringe ich auch sofort mit. Er hat jetzt schon ein Heizgerät gekriegt und auch das Klimagerät eben bekommen. Das haben wir eben reingetragen. Muss nur noch montieren. Der ist hier vorne. Der ist da? Ja, der ist Ich geh mal runter. Hier vorne. Warte, das hat hier vorne gefragt. Moin! Darf ich dich filmen? Du bist von der Arche oder was? Oder? Ja, nicht direkt von der Arche, aber hängt da. Das heißt, hier kommt alles an. Die Klimaanlage, die habe ich jetzt auf meinem Bestand hier gemacht. Darf ich dich filmen oder was? Ja. Ja. Also, du hast gerade den Einraum. Heizung gemacht. Über die Arche oder wie läuft das? Oder? Ja, ich bin also auch Helfer bei der Arche in meinen Möglichkeiten. Bin eigentlich selbstständig auch als Dachdecker und habe also jetzt schon insgesamt 8 Anlagen für diese Aktion gespendet. Heute ist dann die 9. Und man muss den Leuten ja irgendwie helfen. Das ist so krass. Irgendwie weitergehen. Das heißt, du machst gleich, er schläft ja oben ohne Heizung, ne? Ja. Das heißt, da wird die eingebaut? Ja, wir müssen oder? Jetzt noch gucken, ob wir Klimatechniker finden mit dem Fernbohrgerät. Weil ich habe jetzt ausgerechnet, heute Morgen wollte mein Transporter nicht mitmachen. Ich habe kein Werkzeug dabei, deswegen bin ich jetzt mit dem PKW und Kombi gekommen und habe die Anlage dann erstmal hinten ins Auto gepackt. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir noch jemanden herbekommen. Also wenn ich es richtig sehe, kommt hier gerade Werkzeug an. Ne? Dachzeltnummern sind da. Das ist der Hammer. Tintelbau. Ah ja, hier ist Werkzeug gerade angekommen, würde ich mal sagen. Ja, werden wir wohl irgendwie heute noch hinkriegen. Weil ich bin kein Klimatechniker, sondern ich helfe immer nur den Klimatechnikern. Wenn ich unten in der Arche bin, fahre ich halt mit als helfende Hand oder Werkzeugwagen. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier die eine Anlage... Ist gar nicht hier, ist Zintelbau. Ich habe gerade einen verwechselt, sorry. Ja, also Zintelbau. Zintelbau ist auch da. Ja, vielleicht gucken wir mal wegen der Substanz. Weil ich bin eigentlich als Dachdecker hier und ich will nämlich auch schauen, weil die Dächer sind nicht gerade gut im Zustand, hinten die Blechdächer. Das will ich mir nämlich auch mal anschauen, ob ich da irgendwas machen kann. Ja, super. Danke dir. Kein Problem. Ich guck mal um die Ecke hier. Wenn man hier diese Hose schon sieht von der Marke, dann weiß man direkt, wer vor einem steht. Selbst wenn. Morgen! Unverkennbar die Stimme. So. Moin! Herr Zintel. Lange nicht gesehen. Das stimmt. Aber gestern noch Kontakt gehabt, oder? Ja, genau. Ja, gestern. Also, Fachmann für Abriss ist jetzt auch da. Heizung ist da.
Celia ist da mit Zugehör. 5-Euro-Haus ist da. Ich möchte keinen vergessen. Hier ist Seelsorge ist auch da. Dann ist Niederaußem hier, Spezialist für Geräte. Der ist auch ein alter Deutz, ne? Ja, ich weiß. Hab ich schon gehört. Kann ich auf jeden Fall einspringen. Ich war ja auch wegen Lommers und wegen dem Deutz-Traktor damals dran. Ja. Aber dann ist es dann doch auf den Tag entschieden worden, dass die Helferwerkstatt ihn runterkriegt. Sonst hätte ich den in Lommers umgemacht. Da hatte ich dir damals auch die Bilder geschickt, wie der noch da in der Scheune stand, wo alles überflutet war und wo noch auf dem Feld das ganze Gedöns runterhing. Ja, also er kriegt jede Maschine ans Laufen. Ja. Und hinten steht nämlich ein Traktor, der, glaube ich, auch einen Schaden hat. Ne? Ich habe auch noch eine Sache, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, wegen Orgel fürs Ahrtal, für Versorgungszelte oder auch, wenn jetzt das Lichter, die Lichterfahrt ist, dass wir an Kapellchen eine Orgel raussetzen zum Spielen. Echt? Für Weihnachtslieder, oder? Ja. Das heißt, ihr sucht Leute, die die Orgel bedienen, oder was? Weihnachtslieder spielen? Ja, ich würde die Geräte zur Verfügung stellen. Ich habe da jetzt mehrere geordert. Ich muss die dann halt noch mit meinem Anhänger, ich muss noch Planen besorgen, damit ich sie transportieren kann, weil das geht einmal über die Eifel hoch, da kriege ich 2 Versi-Orgeln aus dem Sterbefall und dann bis kurz vor Mannheim runter. Ja. Ja. Und ich habe auch noch selber 3 Stück, die ich zur Verfügung stellen kann. So dass wenigstens ohne Zeitbegrenzung die Orgeln genutzt werden können, um in den Versorgungszelten oder so wie in diesem Café, was da jetzt errichtet worden ist, für die älteren Leute, Distanzcafé, ja, so, dass man da auch eine hinstellen kann. Das könnte. Hast du doch aus Eigennutz gemacht, hör mal. Warum? Zum Tanzen. Ich mache alles, egal was, außer Stimmen und Tanzen. So, aber machen wir nochmal ein Video drüber, weil jetzt will ich mir hier zum Thema nochmal. Ich habe nur dann noch wegen diesem Holder-Traktor. Aber machen wir später. Ja? Ich habe einen Motor gefunden im Ruhrgebiet, einen kompletten. Ich bin gerade ein bisschen beim Fachmann spinksen. Vorteil, dass es jetzt eine Person spendet, merkt es der Spender ja nicht. Wenn es aber jetzt mehrere, 100 Menschen gleichzeitig tun, merkt das die Empfänger möglicherweise, die man zusammen. Also, Jörg Burkhardt. Gerade sind die Offiziellen hier. Du durfte ich nicht bei sein, also Bürgermeister und so weiter. Okay. Wenn du willst, können wir mal runtergehen. Gucken wir einfach mal in die Ecke. Ich hab's auch nicht gesehen. Wie viele Kilometer bist du jetzt gefahren? Ich habe den Vorteil, dass ich nicht selber gefahren bin. Florian ist gefahren. 350. 350 Kilometer. Ja. Mal eben hier hingefahren. Ja, ich habe heute Morgen mal noch schnell um 5 Uhr zu Hause die Waschmaschine getauscht, weil die kaputt gegangen ist. Dein Nachbar möchte man auch nicht sein, ne? Nee, auf jeden Fall nicht. Also. So, ich muss mal. Wenn ich hier filme, ist das für euch alle okay, wenn ihr mit drauf seid oder lieber nicht? Weil ja, wenn ich nicht sagen muss. Nee, okay. Alles gut. Ist nur, wenn ich so rumschwenke, dass ich mit jedem gesprochen habe. Ja, hier geht's um die Gebäude. Hier war das, genau. Hier bist du ja gestern angegangen. Genau. Wollen wir mal hingehen? Ich weiß nicht. Sollen wir das dürfen? Wir gucken einfach mal. Ja. Wir fragen nicht. Also die Katze würde ich auch schon nehmen. Die muss einen Einstellungstest bei uns machen. Können wir jetzt gerade nicht filmen. Nicht. Okay, dann bleiben wir mal weg, weil da sind die ganzen Offiziellen, da sollen wir nicht bei sein. Ist der Abbruchunternehmer hier? Der soll wohl auch kommen. Mhm. Ich habe da jetzt auch wieder eine andere Geschichte gehört. Also der bestellte Abbruchunternehmer soll wohl kommen von der Stadt. Aber er hat wohl einen Privat auch, der vom Preis her in einer anderen Region liegt, sage ich mal. Aber da möchte ich jetzt nichts zu sagen, weil ich möchte hier keinen Unternehmer irgendwie ein schlechtes Licht stellen, weil das ist ja nur vom Hörensagen. Ne? Und deshalb, das ist eigentlich hier ein altes Schätzchen. Vielleicht gibt es ja noch einen Sammler, der den hier haben möchte. Könnte ich vermitteln, mit Sicherheit. Einer der ersten Mähdrescher von Klaas. Funktionalität würde ich mal behaupten, müsste überarbeitet werden. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der hier Interesse dran hat, weil ich gehe davon aus, dass der vielleicht ein bisschen Geld bringen kann und verkauft werden würde. Gerne melden, falls da jemand Interesse hat. Ja, jetzt müssen wir einfach mal abwarten, was passiert.
Weil diese Backsteine, die hier zum Teil verbaut sind, ich glaube, wenn du die abträgst mit den Dachzeltnomaden zusammen vielleicht den Abriss irgendwie machen, dann kann man die noch veräußern, je nachdem. Die sind noch nicht schwer abzuklopfen, weil die haben zum Teil ja hier nur mit Sand gemauert sozusagen, ne? Ein bisschen übertrieben gesagt. Ja. Du darfst ja gefilmt werden, ne? Ich muss noch mal ganz kurz die Story erzählen zu uns beiden. Wir hatten Kontakt direkt nach der Katastrophe. Genau. Ich war ja in Waldpotzheim, du warst hier in Erftstadt. Du hast genau das Gleiche hier in Erftstadt gemacht, was ich in Waldpotzheim sozusagen gemacht habe. Leute aktiviert, Maschinen aktiviert. Sag noch mal ganz kurz, wer du bist. Mein Name ist Tibor Schadi, ich war der Koordinationsleiter der Freiwilligen Helfer hier in Erftstadt. Wir haben das 4 Wochen hier gemacht, auch dank deiner Hilfe. Mit vielen Kontakten, die von deiner Seite kamen, konnten wir das mit einem Team. Man muss auch ganz klar sagen, das war eine Teamleistung, die hier stattgefunden hat. Von jedem, der in der Orga gesessen hat, von jedem Teamleiter, der mit dabei war, von den ganzen Hilfen aus ganz Deutschland, die uns erreicht haben, konnten wir binnen kürzester Zeit die Stadt schon mal das Grobe räumen. Ja, wir haben über 500 Tonnen an Ware in die Stadt geschafft. Wir hatten über 300 Baggerfahrzeuge im Einsatz. Und wir haben allein in den ersten 4 Wochen über 25.000 Menschen von unserem Standort koordiniert. Super, super Leistung, das ist der Hammer. Also erzähl eine Teamleistung. Das ist kann überall, ich sag ja, das ist überall parallel, das überall das Gleiche ist gelaufen. Ne? Ja. Und nochmal, ich würde mich am liebsten vor dir verneigen, weil ich weiß, was ihr hier geleitet. Das ist einfach Wahnsinn. Und mich freut es, dass wir uns jetzt mal Auge in Auge sehen. Ne? Ja. Das war ein Telefonat, was wir geführt haben, direkt nach der Katastrophe. Und du hast uns dann nachher nochmal Maschinen irgendwie zurückgeschickt. Als wir mit den gröbsten Sachen durch waren und gemerkt haben, okay, du brauchst jetzt hier keine 100 Bagger mehr, haben wir gesagt, okay, ne, im Ahrtal und in anderen Städten wird Hilfe gebraucht. Wir haben also alles an Logistik verschoben, was wir verschieben konnten, um halt auch in anderen Regionen dann noch die Hilfe oder die Leute, die gerade Urlaub hatten, mit ihren Geräten da waren, so einzusetzen, dass man das kann, in jeder Region bestmöglich zu helfen. Ja. Hast du denn Neuigkeiten? Du warst jetzt bei dem Gespräch dabei. Wir waren bei dem Gespräch mit der Stadt jetzt dabei. Wir haben ein paar Sachen durchgesprochen. Das würde ich mit dir gleich intern auch nochmal klären. Ohne wir Kamera. Haben, oder was? Ein paar gute Sachen mit dabei. Aber die guten kannst du nennen, oder? Die guten kann ich nennen, ja. Also wie gesagt, mit dem Abriss, wir müssen jetzt einen Zeitplan aufsetzen, wie wir das hinkriegen, das Ganze kostengünstig hier vonstatten zu kriegen. Dafür brauchen wir definitiv weitere Helfer. Wir brauchen Leute mit Geräten. Wir sollten uns gleich mal wirklich zusammensetzen, einen Plan machen und dann können wir es gleich vielleicht nochmal öffentlich machen. Da ist ja der richtige Mann hier. Nee, ist gut. Also wir sind wirklich ja mit einer guten Truppe jetzt hier. Ja, alles, also ich hab ja keinen angefordert, ihr seid einfach gekommen und das finde ich einfach gigantisch. Jeder ist auf seinem Platz. Ja, super. Also dann, ich gehe rüber, film mit ihm nochmal. Ja. Ja. Weil hier ist der Rechtsanwalt, ich frage aber erstmal, ob ich filmen darf. Die Stadt war auch sehr kooperativ. Das wird jetzt live übertragen, ist das okay? Das wird live übertragen. Ich bin gerade im Live-Video. Darf ich mit euch nochmal kurz quatschen über die Sache jetzt hier? Oder? Ja. Ihr habt ja gerade das offizielle Gespräch gehabt, ne? Wir haben gerade ein offizielles Gespräch, also ein inoffizielles Gespräch gehabt. Und die Stadt setzt das Ganze jetzt bis 14 Uhr aus. Und Bieberstein wird noch ein Unternehmen besorgen und über den Herrn Tibor dann einen Plan machen, wie das Ganze hier erledigt werden kann, im Sinne auch der Verfügung der Stadt. Bis 14 Uhr? Bis 14 Uhr. Um 14 Uhr muss das vorliegen, ein Konzept vorliegen für die Stadt und die Stadt wird dann entscheiden. Also ich habe der Stadt ganz klar gesagt, wir haben es geschafft, in einer Woche die Stadt freizuräumen. Also werden wir es auch in ein paar Stunden schaffen, ein Konzept aufzustellen, wie wir das Thema hier angehen. Mit deiner Hilfe werden wir das schaffen, Markus. Du bist jetzt ja mal eine Stunde wieder. Mal, genau. mal wieder, würde ich sagen. Ne? Ja, gut, eine Vernetzung, Erfahrung, das ist immer sehr wichtig. Ne? Wenn das jemand hat, kann er viel erreichen. Ne? Der Bieberstein, der hatte jetzt nicht sehr lange gesucht. Und jetzt hat es geklappt, dass sich Leute auch kümmern, die das kompetent machen können. Ne? Und von daher denke ich mal, das ja, da sieht würde ich, nicht würde schlecht ich, aus. Würde ich sagen, setzen wir uns jetzt, hast du einen Tisch oder irgendwas, dass wir uns zusammen da dran setzen? Ne? Tisch habe ich leider nicht. Sonst fahren wir irgendwo hin und setzen Tisch uns hin. Tisch besorge ich dir auch noch, das ist überhaupt kein Thema. Genau. Tisch kriegst du. Du kannst alles haben, was du willst. Die Unita und die Malteser hier aus Erftstadt sind auch bereit, mit jeglicher Art und Hilfe weiter beizustehen. Also alles, was gebraucht wird, können wir auch von da. Nee, dass wir uns jetzt irgendwo hinsetzen, Konzept machen. Der Thilo von den Dachzeltnummern, der wollte eigentlich auch der kommen. Der ist auch da, den habe ich eben ist gesehen. Ist der da? Der ist gerade gekommen, ja. Der ist ah, super, weil der muss mit dazu. Weil, aber jetzt können wir mal kurz hier reingucken. Ja, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich war komm. Und mit den Kühen ist das geklärt? Muss irgendwas, alles gut? Ja? Bis jetzt ist alles gut. Okay. Was muss weg? Was soll weg? Oder was sollte weggemacht werden? Oder? Der ganze Fischentrag
von hier an bis zum Stall runter. Mhm. Auf 2,50 Meter abgetragen, die Mauer hin. Mhm. Und dann muss der Stall das Obergeschoss. Bis im Prinzip Träger drin muss abgetragen werden. Und das ist eine Betondecke drin. Ja, das. Da Betondecke drin. Ja. Okay. Kann man da mal kurz hingucken? Also reingucken? Oder? Morgen, ihr zwei. Ja, also es ist wohl, ist der Rechtsanwalt, ne? Morgen. Das ist von der Wildtierhilfe. Hallo. Die wollten jetzt Fledermäuse suchen. Es sieht wohl nicht so schlecht aus. Bis 14 Uhr muss ein Konzept erstellt werden, ne? Ja. Wie jetzt der Abriss erfolgen kann. Dann muss die Stadt entscheiden, ist okay oder nicht. Das also. Ich habe eben noch eine gesehen. Die hat aber einen Wintermantel an, oder? Das ist jetzt wohl erfahrungsgemäß. Ich habe das gestern ja gesehen. Und so Gebäude haben wir immer irgendwas. Ob es Bilge sind, ob es Fledermäuse sind oder sonst was. Da muss natürlich dementsprechend ein Artenschutzgutachter erstmal erstellt werden. Ne? Weil die sind jetzt alle in der Winterruhe und können auch nicht flüchten. Ne? Also mir geht es jetzt in erster Linie nicht um den Abriss, mir geht es jetzt erstmal um die Tierart. Ja. Ne? Und dementsprechend werden wir gleich mal mit Wärmebildern allem durchgehen. Es ist schwer, die jetzt zu finden, weil die fahren im Winter ja runter. Da haben wir bei der Fledermäuse eine Temperatur von 5 Grad. Deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben, dahinter kommt die Sonne. Meine Hand ist auch gerade eine Fledermaus. Eine Fledermaus hat ja jetzt nur noch 20 Herzschläge die Minute. Normal haben die 200, also die fahren wie Frösche, fast wie Frösche runter jetzt. Ne? Die gehen so eine Art Winterstarre. Aber die sitzen in den Spalten jetzt, ne? In den Gemäuerspalten. Deswegen müssen wir gleich mal Gas geben mit der Wärmebild, ob wir noch was findet. Ja. Ich bin gerade irgendwie, weiß, es ist alles schlimm hier, aber ich bin so glücklich, dass ihr alle hier seid. Das ist der Wahnsinn. Ich habe ja überhaupt kein Gebeten, hier hinzukommen oder irgendwas. Ja, natürlich hast du kein Gebeten, aber du bist trotzdem schuld. Erster Eindruck? Hm? Habe ich. Ich gehe mal Fledermäuse suchen. Mach meinen Koffer. Der hat einen Mitarbeiter, der hält ihn schon fest. Ah, das ist ja perfekt. Also, den wollen schon auf der Autobahn stoppen. Du hast jetzt einen eigenen Kofferträger. Ja, einen eigenen Fahrer. Und morgen sind die Zeiten, wo ich hier los muss, dank Markus. Dank Markus. Ich gehe jetzt mal mit euch hier hoch und zeige euch das mal. Hier ist die Zeit stehen geblieben. Hier könnte man auch einen Film drehen. Nicht unbedingt aus dem Mittelalter, aber irgendwo dazwischen. Die Mauer ist, glaube ich, das Problem, ne? Ja, hier ist die alte Güllegrube. Die ist jetzt natürlich durchs Hochwasser, hat er mir gerade gesagt, nochmal vollgelaufen. Ist aber kein großes Problem. Hinten dran, das müssen wir uns mal noch angucken, was da hinten dran steht. Also beim Nachbarn darfst du rein jetzt, um zu gucken, ne? Darf man? Geh ich mal. Ich höre Stimmen hier durch. Ich weiß noch nicht. Wer halt durch. Aber ja. Braucht man halt Manpower und Maschinenpower. Ja, ich glaube, Manpower ist hier ganz wichtig, ne? Ganz wichtig am Anfang, ja. Auf jeden Fall. Das muss mit der Hand abgetragen werden, aber die Steine, ja gut, hier hat jetzt irgendwann mal einer Zement zwischengehauen, ne? Normalerweise sind die ja ganz locker, die Steine, mit dem, wie sie früher verfugt wurden. Und was, ne, ist jetzt der Grund, warum das weg muss, so schnell wie möglich? Weil die Mauer wohl droht, zum Nachbarn rüber zu kippen. So wurde es mir gesagt. Alles ohne Gewehr. Ne? Der Nachbar darf wohl nicht in den Innenhof wegen der Mauer. Aber meines Erachtens ist das, das ist ja nicht durchs Hochwasser jetzt irgendwie. Ne? Nee. Er hat auch gesagt, dass das jetzt nicht so wie in Walpurzheim oder im Ahrtal so geschossen ist, sondern das ist hier gestiegen und dann wieder runter. Aber ich habe jetzt auch nichts entdeckt, dass da was unterspült ist oder sowas. Habe ich auch keine gesehen, aber das ist ein Statiker einmal von der Stadt beauftragt worden, das ist ein Statiker auch vom Eigentümer selber beauftragt worden. Beides schauen wir uns gleich mal in den Untergrund. Ich bin mir sicher, wenn die Höfe alle in Deutschland oder alte Gebäude überprüft würden, müssten wahrscheinlich 50% demnach abgerissen werden. Ne? Das ist einfach so, ist eine alte Substanz. Ne? Das habe ich schon so oft so gesehen, das ist also Standard.
muss man ja sagen. Also ich sage auch nicht mehr öffentlich, dass wir alte Höfe haben, sonst kommen die nachher bei uns noch vorbei. Ne? Dann müssen wir alles abreißen. Kriegt ja keiner mit. So, vorsichtig bei alten Treppen. Früher war das Fußmaß ein anderes anscheinend. Ah, hier ist der Mann der Stunde. Wunderbar, danke schön. Ich bin dann weg, ne? Ich bin leider live und schalte jetzt immer nicht ab wegen dir. Ach so, alles gut. Also hier ist, aber ihr zwei seid die Fachleute für das. Fachleute, ja. Erstmal danke, dass du gekommen bist. Ne? Ja, gerne, gerne. Wir waren stehen geblieben, also nur dieser Bereich. Und das da hinten auf Stock setzen. Das da bleibt stehen. Also ab hier. Ab dem Haus. Ab hier. Also. Haben wir die Möglichkeit, auf die andere Seite mal einen Blick zu werfen? Ja. Beim Nachbarn? Oder? Mit dem müssen wir vielleicht nett vorher einmal reden. Um uns da vielleicht auch mal einen. Aber ganz nett. Okay. Ja, dann bin ich dann schon mal raus. Also hier ist eben, hier ist eigentlich gesperrt. Nee, hier durften wir eigentlich gar nicht sein, wegen Baufälligkeit. Ganz ne? Genau. Der Nachbar darf nicht auf seinen Innenhof, glaube ich. Ne? Hinten im Garten darf er nicht rausgehen. In den Garten nicht? In den Innenhof kann er rein, nur in den Garten darf er offiziell nicht. Weil durch das Wasser, was hier langsam gestiegen ist, auf 1,50 Meter, glaube ich, ne? Anscheinend hier auf einmal alles baufällig ist. Ne? Dass das natürlich eine schlechte Substanz hier ist, sieht man. Aber hier ist eben das Problem, ihr seid finanziell im Prinzip am Limit, am Ende. Müsst ihr jetzt noch den Abriss selber bezahlen. Ne? Hast du da einen Preis irgendwie? Also der erste Teilabriss nur für die Mauer ungefähr 12.000 Euro und oben für das Stockwerk auch nochmal 12.000 Euro. Das ist das, was von der Stadt der Abrissunternehmer ja kosten würde, sozusagen. Ganz genau. Und der Abrissunternehmer, den ich jetzt beauftragt hatte, der wollte mir ein Angebot zuschicken, aber da die Frau Schumacher von der Stadt dann zuerst gesagt hat, dass das bei Gericht liegt, sie können sich da ja nicht so äußern, hat er das noch nicht gemacht. Dann nur einen groben Preis genannt, das ist aber ein bisschen über die Hälfte, was er nehmen würde. Als das, was die Stadt haben wollte. Hm. So. Aber wie gesagt, da sind wir nicht weiter im Gespräch geblieben, bis das heute der Tag abgewickelt ist. Und wenn die Stadt uns den Aufschub gibt, dass ich privat abreißen kann, kann ich ihn anrufen und kann er loslegen. Ups. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sollte doch heute schon der Abrissunternehmer kommen. Ne? Ja, der wurde ja geblockt. Der wurde jetzt geblockt? Ja, die Stadt hat das jetzt aufgeschoben. Also jetzt bis 14 Uhr. Weil heute hier das Treffen nochmal war oder weil ganz ein bisschen Druck passiert ganz, ist. Ganz genau. Ah, okay. Ich habe eine Frage. War das schon vor der Flut, dass das abgerissen werden sollte? Oder kam nach der Flut? Was ist die Begründung? Was steht in dem Gutachten drin? Warum ist abgerissen wird? Durch die akute Einsturzgefahr. Diese akute Einsturzgefahr ist verursacht worden durch was? Durch die Flut? Durch Wind? Die Flut hat hier gar nichts dran gemacht. Also da steht keine Begründung drin? Nein. Das ist nur Einsturzgefährde. Warum? Keine Begründung. Warum? Weil die Altersschwäche oder... Okay. Das wollte man gar nicht. Es gibt keine Begründung. Steht nichts drin, akute Einsturzgefahr. Jetzt nach der Flut ist das dann. Ja. Aber es steht nicht explizit drin, dass es durch die Flut kam. Hm. Also ich würde hier zur Verfügung stellen, Teleskoplader mit Arbeitskorb, alles abgenommen, zugelassen. Ne? Wenn hier was mit der Hand von oben nach unten abgebaut werden muss. Und die Backsteine hatte ich eigentlich gedacht, die könnte man vielleicht zum Teil ja noch verwenden. Die haben ja einen gewissen Wert, aber zum Teil sind die jetzt... Wo ich die Big Packs, weißt du, was ich meine? Ja, von Katrin, ja. Ja, in Arbeiter. Weißt du, ich und Namen. Das liegt am Vornamen. Das liegt am Vornamen mit dem Namen merken. Hinterher. Moment. Hartmann, Wilhelm. da könnte man ja vielleicht sowas zum Beispiel, also von meiner Firma Logistik, Entsorgung, Bagger, Abbruchtechnik jeglicher Art stelle ich zur Verfügung. Kostenneutral. Ich auch. Ja. Den Teleskoplader.
Ja. So, ich habe auch schon gerade einen LKW-Fahrer und einen Radlager-Lader organisiert. Musa und Chris, unsere Helden, die hier bis zur letzten Minute durchgebaggert haben, sind auch mit am Start. Zusätzlich werden auch noch einige Helfer kommen, die mit anpacken können, händisch. Ja. Händisch? Sorry, wenn ich auf dich jetzt schwenke. Geht. Alles ist möglich, ne? Ja, wir können schon was hinkriegen. Also Manpower können wir stellen. Super. Also, kommt drauf an, was gemacht werden muss. Ja, das Dach zuerst mal runter. Wie gesagt, wir müssten mal auf die andere Seite. Das ist für mich ganz wichtig, damit wir einfach mal sehen können. Ich freundlich mal bei den Nachbarn nachfragen, ohne dass wir jetzt mit dem Rudel auftauchen. Erstmal so ein bisschen Hösch irgendwie. Genau, erstmal. Ja. Ich komme mal kurz mit. Ja, dann machen wir das. Dankeschön. Ist dein Mann hier irgendwo am Suchen, die Fledermäuschen? Der holt gerade noch Material im Auto. Ah, okay. Spielzeug. Ja, hier ist die Zeit stehen geblieben und ich möchte nochmal den Werdegang sagen. Die Antje hatte mich kontaktiert, hatte mir hier die Geschichte geschickt und ich war so ein bisschen geschockt über das, was hier wohl vorzufinden ist. Habe dann gesagt, okay, ich fahre sofort hin. Dann kam noch raus, dass heute abgerissen werden soll, ohne dass die Eigentümer das wollen. Dann habe ich gesagt, okay, ich fahre am Sonntag hin, habe hier angerufen und habe sich dann gefreut, dass ich vorbeikomme und jetzt stehen wir alle hier. Ich habe nur das Video gestern gemacht. Ich war persönlich schockiert, weil uns das Gleiche widerfahren ist bei uns im Ort, wo ich groß geworden bin. Wir hatten Schweine, denen ging es wirklich gut. Die hatten eine eigene Mist, wo die drauf rumlaufen konnten und so. Aber man ist dann ja nicht gewollt in solchen Ortschaften. Wenn du noch Landwirtschaft hast und im Kleinen und hier zum Beispiel die Kühe über die Straße laufen, dann gibt es auch schon mal andere Gründe, warum man irgendwie irgendwelche Gebäude weghaben möchte oder warum auf einmal von jetzt auf gleich man die Gunst der Stunde nutzt, wie zum Beispiel ein Hochwasser, um Sachen auf dem kurzen Dienstweg, sage ich mal, wegzubekommen. Und das hat mich persönlich gestern so mitgenommen, auch weil ich sowas kenne. Also bei uns war es nicht so schlimm, wir mussten nichts abreißen, wir haben aber die Schweinehaltung einstellen müssen. Es war eine artgerechte Schweinehaltung. Ne? Genau das, was jeder möchte von euch. Aber Behörden machen es einem dann schwer oder so schwer, dass du dann freiwillig aufhörst. Das hier sind jetzt die zwei Überbleibsel von den Kühen, Mutter und Tochter. Die sollen auf jeden Fall auch hier bleiben. Die sind jetzt gestern von der Weide reingeholt worden. Dann wurde mir gesagt, dass wenn man das hier betritt, die Kühe reinstellt, ist eine Strafe zwischen 1.000 und 2.000 Euro fällig. Für mich völliges Unverständnis. Bei mir stehen die Lebewesen immer an erster Stelle, egal ob Mensch oder Tier. Wenn es kalt wird, dann haben die Tiere genauso ein Recht, in einem sicheren Gebäude, in einem warmen Gebäude zu stehen. Und das Gebäude ist jetzt nicht so betroffen, dass ich Angst hätte, mich hier hinzustellen und zu filmen. Völliges Unverständnis. Wir hätten die Strafe übernommen. Wir hätten es so dermaßen publik gemacht, wenn das zum Tragen gekommen wäre. Also, der Vorgang, die Kühe hier reinzustellen, wäre mit einer Strafe zwischen 1.000 und 2.000 Euro behaftet, weil hier Sperrgebiet ist, weil hier der Einsturz droht. Obwohl... Ich werde gerufen, ich gehe mal rüber. Also wir dürfen zum Nachbarn rüber und ich bleibe einfach mal mit euch online. Also vor mir geht gerade hier ein ganz großer Engel, den ich auch im Ahrtal kennengelernt habe, der Thilo von den Dachzeltnomaden, und es ist einfach unfassbar, was die Jungs reißen. Und das mit Handarbeit. Nicht auf dem warmen Bagger mit Heizung, sondern wirklich mit den Händen in der Kälte. Das muss ich nochmal ganz klar und deutlich sagen. Morgen. Hallo. Hallo. Ja, ich war gerade zu faul rauszugehen, ich habe mir halt über Video angeguckt. Das war mit Darf ich filmen hier? Oder? Das ist Ihr Privatgrundstück, können Sie entscheiden. Ja? Da fällst du dann nichts zu nehmen hast. Ja? Ja. Okay. Achtung, Fahrrad! Oh. Hey, das neue Fahrrad dort. Also hier ist noch richtig klassisches Fachwerk. Ne? Ja. Das darf ja auch stehen bleiben.
Nee, da gibt keiner von an der Haus Kegeltheater. Hinten müssen wir durch. Du gehst vor? Ja. Geh mal hinterher. So, das ist also quasi dieser Mauerteil hier. Ja. Jetzt geht man durch. Wenn man da so drauf schaut, so schlimm sieht es nicht aus. Ich sag ja, ich werde nie wieder öffentlich sagen, dass wir alte Höfe haben, weil da müssen wir auch alles abreißen. Was sagst du, Markus? Hast du jetzt Angst? Geh mal ein bisschen rüber, das ist ja alles hier hinten gefährlich. Also, boah, nee. Geht mal ein bisschen rüber. Also ich sehe da echt super. Also das ist eine Verarsche. Ne? Also ist jetzt, man muss ihn kennen, ne? Und dann. Du kennst mich, du weißt. Ich kenne dich. Du bist der Markus, ne? Ja, mit C. Ja. Jakob Mann. Marsus. Also jetzt mal. Jetzt so unter uns. Unter uns. Kriegt ja keiner mit. Ne? Wenn das da einsturzgefährdet ist. Da müssten wir jetzt eigentlich einmal durch Deutschland. Tausende von Mauern und Häusern müssten abgerissen werden. Gut, also es gibt ja offiziell zwei Gutachten, so wie ich das nicht gekriegt habe. Ich habe sie beide selber nicht gesehen. Ich bin auch nicht der Fachmann, der das ist. Ich persönlich muss mich jetzt hier zurückhalten. Ich sag jetzt hier nichts mehr, weil ich... Sorry, man kann das hier verfugen nochmal, ne? Mit ordentlichem Mörtel. Habt ihr hier Wasser gehabt? Wo? Kann man da sehen, da ist es dann zum Nachbarn rüber. Okay. Hinten der Stein hatte 2,51 Meter. 2,51 Meter. Ist denn das Wasser hier hingekommen? Also ist das Wasser so... Dahin direkt hat sich, dahinter ist die Erb. Ja. Tür weggerissen, innerhalb von 5 Sekunden war hier wir alles... Wir waren Mittwochabend schon unter Wasser, da hatten wir das schon... Haupthaus. Wie ist das Wasser hier reingekommen? So, also so reingeflossen oder so stürzbachmäßig? Mittwochabend kam ein Riesenschwall aus den Nachbargärten hier reingeschossen. Okay. Ich war gerade hinten alles am Trocken machen, Regen hatte aufgehört und dann fingen die Hunde an zu bellen. Ja, das haben wir. Und dann haben wir gesagt, geh ich gucken, mein Mann war schon im Feuer da eingesetzt. Und da ist mit meinem Sohn. Das da oben ist ein alter Riss. Das ist ja jetzt nicht frisch gemacht worden. Ne? Das ist ein alter Riss. Das kenne ich. Die Fundamente sind nicht tief gegründet bei alten Gebäuden. Man hat einfach oben drauf gebaut. Und wenn der Boden sich ein bisschen bewegt, unten drunter hast du einen Riss im Gebäude. Das haben ganz, ganz viele alte Gebäude. Also der Riss hier hat nichts mit dem aktuellen Ereignis zu tun. Man sieht hier oben, da ist dran gearbeitet worden. Das mit Sicherheit nicht jetzt, vor kurzem. Und oben. Der Riss hier, ist der neu? Habt ihr das jetzt verbucht nach der Flut? Nein, alles davor. Alles davor. Ja, so wie ich es gesagt habe. Ich habe auch gerade gefragt gehabt, hier war auch nichts weggespült, wie wir das sonst so kennen, weißt du, wo die Gebäude so unterspült ja, sind. Genau. Und, da hast du ja manchmal ein Meter tiefes Loch vorm Gebäude, ne? Wo die Welle sich dann einmal so gedreht hat im Prinzip. Ja, wie vor den Brücken. Ja. Genau. Mhm. Ich sag lieber nichts, wie gesagt. Die Mauer kenne ich von zu Hause, genau, exakt die gleiche Mauer. Ne? Wir haben es allerdings verfugt bei uns, weil hier der Mörtel, ich kann das hier auch zeigen, das ist zum Teil, da fehlt einfach ein bisschen Zement drin. Das kann man rausarbeiten, nochmal neu auffüllen, dann ist die Mauer wieder stabil. Ist ja hier auch ein bisschen stümperhaft mal gemacht worden, aber das wäre eigentlich die einfachste Variante, oder? Aber ich bin kein Gutachter. Ich bin nur, ich auch nicht. Ich bin nur Landwirt. Was wird denn in dem Gutachten? Die werden wir uns vielleicht zusammen mal anschauen. Es gibt zwei Stück. Einmal eins von der Stadt anscheinend und eins, was die Familie Bielstein gemacht hat. Dann müssen wir gleich gucken, welche Lösung für die Familie Bielstein, Bieberstein, am sinnigsten ist. Und dann müssen wir das so angehen. Widersprechen sich denn die Gutachten? Ich habe sie nicht gesehen. Das müssen wir uns gleich auch im Detail mal anschauen. Tja, Stand der Dinge, ihr seid alle mit live dabei. Ich war hier vorher nicht, ich habe es vorher nicht gesehen. Ich bin persönlich überrascht, aber... Also das Dach auf der anderen Seite, das kannst du wegmachen. Ja. Hier sind Teile, die müssen einfach weg. Ja, ne? Die müssen weg. Das Dach, das ist halt, das ist klar, die
Güllegrube auf der anderen Seite, die muss ordentlich verfüllt werden. Da die Treppe, die wir eben hochgegangen sind, solche Sachen, ja. Aber von der Mauer her, ich weiß nicht, also was willst du denn dann hier hin machen? Eine Betonmauer oder... Ich weiß ja, das ist immer... Es wird so viel Geld kaputt gemacht hier, ne? Also das Wasser hat jetzt hier bei der Flut hier, hat die Anwohnerin gesagt, hier gar nichts an Schäden hier verursacht. Der Riss, der war vorher schon da, hier unten war nichts weggerissen worden oder weggespült worden. Auf der anderen Seite ja auch nicht. Ist der irgendwie unbeliebt? Kann ich nicht sagen. Also die Stadt ist sehr kooperativ gewesen, das muss man auch ganz klar sagen, ne? Und den konnte man eben auch sehr, sehr gut reden. Ich kenne es aber auch aus den letzten Wochen nicht anders. Mhm. Man probiert hier Lösungen zu finden für die Bürger. Mhm. So. Ich meine, ob er irgendwie bei der Stadt negativ aufgefallen ist oder... Nein, glaube ich nicht. Ja, gut. Hier das Vogelhäuschen, das muss mal wirklich dringend überarbeitet werden. Da regnet es in die Bude. Beziehungsweise, nee, es regnet nicht rein, weil unten geht es direkt wieder raus. Also, ja, hier muss man schon ein bisschen Humor haben bei der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, also das ist irgendwie... Ich muss gerade lachen. Warum musstest du das jetzt so filmen? Jetzt kommt irgendeiner, hier darf nichts gemacht werden. Also Zindlinge haben wir ja schon. Ist das auch für Vögel? Wie nennen wir das denn dann? Brütlinge? Brütlinge, ja, Brütlinge. So. Vom Brütling zum Bratling. Nee, aber das ist alles hier kurios. Wie gesagt, ich bin kein Gutachter. Ich habe eigentlich von nichts Ahnung, noch nicht mal von einer Katastrophe oder sonst was. Ich bin einfach nur Traktorist, Landwirt, habe ein bisschen was studiert, aber sonst habe ich nichts in meinem Leben erreicht an Ausbildung. Ja, Lkw-Fahrer bin ich auch, offiziell Baggerfahrer auch. Aber das war's dann. Nur mir fehlt da komplettes Verständnis für, wie gesagt, wie Markus schon sagt, wenn man quer durch Deutschland fährt, müsste jetzt wahrscheinlich, die Dörfer würden wahrscheinlich alle platt gemacht werden. Ich find's einfach unfassbar. Ne? Aber ich habe ja eben gesagt, ich halte mich zurück. Ich möchte hier eigentlich kein Statement abgeben. Ich bin kein Fachmann. Ich kann nur filmen und ein bisschen dokumentieren. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier weiter filmen möchte, weil wir müssen ja jetzt hier auch mal bis 14 Uhr zu einem Ergebnis kommen. Aber ich von meiner Seite aus würde sagen, hier ein paar Leute dran zum Verfugen. Aber das steht ja, glaube ich, gar nicht mehr zur Debatte. Ne? Das ist irgendwie schade. Schade um die alte Mauer. Ja, das ist wohl stimmt. Das ist wohl stimmt. Denke ich mal. Also ich persönlich finde das kurios, weil ich glaube, unsere Höfe müssen alle abgerissen werden, wenn das hier der Grund ist. Ja, das ist der Grund. Oh, du bist live. Ich bin live, ja. Ist dann nur die Frage, was ist dann der Hintergrund bei der Stadt? Ne? Also das habe ich auch noch nicht komplett verstanden. Also das, was du jetzt auch dich fragst, ne? Was ist die Sache da? Was sind da die Gedankengänge? Was sind da die Grundlagen? Müssen wir halt in Erfahrung bringen? Das weiß ich nicht. Aber wenn es so ist, wie die sagt, dass er jetzt sich da im Zweifel beugen würde und das dann abtragen würde, weil es ihm zu viel wird. Das ist natürlich eine... Nimm mich schon mit, ne? So eine Entscheidung. Ja. Das macht der Grundlage, dass dann treffen muss. Ja, ich habe auch keine Alternative. Wir müssen uns jetzt die Gutachten mal angucken. Du hast ja auch eins machen lassen, ne? Oder hast du keins machen lassen? Ich habe kein Gutachten machen lassen, nein. Von wem sind denn die zwei Gutachten? Beide von der Stadt, oder was? Das ist nur von der Stadt, ja. Also muss man ein Gegengutachten jetzt machen. Und ein Schreiben, das hat aber der Herr Förstner von dem Ingenieur Bro Fischbach. Der Herr war hier gewesen, war aber nicht hier auf der Seite, weil der Nachbar hat ihn nicht reingelassen, weil es ein Bewegungsverbot ist. Der hat sich das nur von meiner Seite aus angeschaut und er hat ja gesagt, die Mauer von seiner Meinung nachher, was er von der anderen Seite sehen konnte, ist sie nicht einsturzgefährdet. Man müsste sich aber das Fundament alles angucken, das kann man nur von hier sehen. Also wenn hier was stabil ist, ist das, glaube ich, das Fundament, ne? Ja. Und wo ich jetzt die Mauer hinter dir sehe, ich meine, ich will ja keine schlafenden Hunde wecken, aber
Okay, Björn. Denk dran, bei dir sieht es auch so aus. Es tut mir leid, mir fehlt das Verständnis hierfür. Ich kann es nicht nachvollziehen. So eine Mauer hier, vor allem mit den alten Steinen wieder irgendwie aufzubauen oder irgendwas, das kannst du privat ja gar nicht stemmen. Das ist ja ein Preis. Was wollen die denn hier hinhaben? Irgendwelche modernen Ytong-Steine oder irgendwas? Keine Ahnung. Ytong-Steine, das ist sehr gut. Ja. Ja. Da sammelt sich nämlich immer alles schön drin. Nur was müsste man jetzt tun, um das zu erhalten? Das ist halt meine Frage. Was muss man jetzt machen, damit man das so stehen lassen kann? Man muss dann Gegenstunden machen. Ne? Ja, bis 14 Uhr haben wir ja Zeit genau, jetzt. Brauchst du jetzt mal, der sich jetzt auskennt damit, der sagt, ich weiß Bescheid, was hier Sache ist, ich kann euch genau erzählen, pom pom pom, so läuft das hier. Und dann hat man was in der Hand. Ne? Dafür brauchen wir jemanden, der sich damit jetzt wirklich auskennt und der das... Gutachter. Also falls hier jetzt ein Gutachter zuschaut, ihr habt das ja jetzt hier gesehen, bitte kurzfristig melden, hier hinkommen, bitte mit an den runden Tisch setzen, vielleicht geht das ja innerhalb von einer halben Stunde, bin ich mir sicher, dass hier genug Gutachter in der Gegend sind. Die Gebäude hier sind ja nicht selten hier bei uns in der Gegend und vielleicht traut sich einer zu. Bitte, bitte vorbeikommen, wir brauchen Gegengutachten. Und dann können wir entscheiden, wie wir es machen und was wir machen. Und vor allem so, dass ihr weiter am Leben bleiben könnt, ohne euch finanziell jetzt hier in die Nesseln zu setzen. Ja. So sieht es aus, ja. Ich habe es eben mitbekommen. Was ist denn mit dem zweiten Gutachter, der das nur von der anderen Seite sehen konnte? Ist der kurzfristig verfügbar? Das kann ich jetzt nicht sagen. Können wir den anrufen mal gerade? Ich glaube, der Herr Förstner, der hat Kontakt zu dem Herrn Fischbach. Fischbach? Ja, weil... Ja, der Fischbach, der ist da noch vor Route 2, der hatte sein Büro. Der hat einen Mitarbeiter hierher geschickt. Und dieser Mitarbeiter hat gesagt, man kann das ja tüchtigen und dann stehen lassen, aber das kostet ja irrsinnig Geld. Ne? Das ist viel teurer als alles andere, so 150.000 Euro. 150.000 Euro? Ja, dann könnte man das Ganze hier tüchtigen und stehen lassen, aber das ist finanziell, denke ich mal. Meine. Also wir brauchen einen Gutachter hier, der dann was dazu sagen kann. Und, also die Aussagen sind auch unterschiedlich. Anscheinend war jetzt laut Anwalt kein richtiger Gutachter und Sachverständiger da. Ah. Ist die Frage, was stimmt? Drüben war wohl einer bei euch, bei deinem Vater. Ist das richtig oder nicht? Okay, das heißt, das müssten wir uns gleich mal ansehen. Ja. Was heißt denn bei seinem Vater im Haus jetzt? Oder hier von der anderen Seite. Von der anderen Seite, okay. Der war nicht hier genau. Drin. Ja, aber dann kannst du doch kein Gutachten erstellen. Genau, wenn die Rückseite nicht gesehen wurde. Das war ja der Teilgutachten. Teilgutachten, ja. Das war ja der Herr vom Ingenieur Profi-Spach, der sich das von der anderen Seite aus angeguckt hat. Der für die Stadt das Gutachten gemacht hat. Nein, für ich. Der sollte das für mich machen. Okay. Aber hier ist er nicht reingegangen. Weil er nicht durfte. Und weil Begehungsverbot ist. Ja, wegen Einschritt, ja. Und den kriegen wir jetzt ans Telefon. Das kann ich in nächster Zeit. Dann machen wir das doch. Ja, dann rufen wir den mal an. Rufst du den an? Ja. Ja, habt ihr die Nummer da bei uns? Nee, habe ich. Ingenieurbüro Fischbach an der Vogelroute 2 ist das. Okay. Fragen wir mal nach. So. So, es läuft jetzt hier. Wir brauchen nochmal einen Gutachter und dann können wir entscheiden, was wir machen. Wir können alles machen. Wir können, egal was das Gutachten erbringt, wir können alles an Hilfe hier leisten. Aber wir brauchen jetzt nochmal einen Gutachter und vor allem bis 14 Uhr ein Konzept, dass wir nochmal Aufschub kriegen. Für mich, wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen. Schönen Gruß nach Mönchengladbach. Bis eben warst du mir noch sympathisch als Kölner. Nein, ich bin doch Kölner. Ach, du bist Kölner. Gut, dann ist alles gut. Willi, ich traue. Ich habe Schaden gemacht. Wir hören in die Brötchen. Ui. Minge Hund. Ich gehe jetzt nochmal hier lang. Auch Köln. Ne? Auch ein Köln-Fan, Alter. Wir stehen gerade beim Herrn Bieberstein mit dem Herrn Lüberfeld zusammen. Sie waren schon, wir haben ja gehört, und haben sich das Objekt mal angeschaut. Noch ein Kameramann. Wir duellieren uns jetzt. Das
Ist das hier mit Asbest? Weiß man nicht, ne? Ist aber nicht tragisch. Ne? Blech. Blech? Ah, dann haben wir Glück gehabt. Ja. Und? Ist der Chef am Suchen? Aber was? Wir haben schon ein Gartenschläfernest gefunden. Jetzt ist nur unser Akku leer. Er hat die Kälte mit vertragen. Ihr habt den Gartenschläfernest, das ist aber selten, ne? Ja. Seltene Tierart, oder? Winterruhe. Oh. In einem Rohr, mitten im Stroh versteckt. Da wurde mit ihm schon mal gesprochen. Echt jetzt? Wir waren halt drin. Mit wem? Warum nicht, bin ich nicht draufgetreten? Also, nein, es ist ein Rohr. Rohr im Rohr ist der? Im Rohr. Hat es mit Stroh gefüllt. Das ist ja der Hammer. Ein Gartenschläfer habt ihr hier gefunden. Das ist Hammer. Ich hätte auch gerne einen. Hat der Junge? Wir wollen jetzt nicht stören. Was hat man denn da auf dem Spielzeug? Das ist gerade der Akku leer gegangen. Wir haben gerade einen Gartenschläfer gefunden. Lebensinhalt. Ein Gartenschläfer kennt er nur aus dem Privatbereich. Von den Mitarbeitern. Darf man denn da jetzt überhaupt noch rum? Ich will den Gartenschläfer nicht wecken. Ja, der liegt im Rohr. Das ist mit Stroh. Ja. Also, vielleicht könnt ihr das mal googeln, Gartenschläfer. Ganz klar. Das ist wie mit der A. Fische drin. Geht nichts mehr. Oder? Tja, wir haben die Gesetze nicht gemacht. Ne? Aber vielleicht kann das mal einer googeln von euch, die jetzt zuschauen. Gartenschläfer, ist der geschützt oder nicht? Oder ist das ein Tier, was, weiß ich nicht, wie Mäuse zu sehen ist? Ich weiß nur von Fledermäusen. Marco? Darf ich hochkommen? Ich habe live, ne? Ich habe gehört, du hast einen Gartenschläfer gefunden, oder was? Ja, der ist im Rohr. Ist 2 Minuten da. Ich glaube, ich aber auch jetzt nicht weiter dahin also gehen. Was ist denn das? Das ist wirklich brüchig. Hier drunter mit dem Eisen ist ein Rohr. Und da habe ich gerade eben mit dem Guckmaschinchen reingeguckt. Und jetzt habe ich schon wieder Wärmebild kontrolliert. Man hört ihn auch. Wie man hört den? Ist der wach oder was? Einer ist gerade eben hier rausgeschossen, wie ich gerade aufgemacht habe. Einer ist wach geworden. Aber die gehen recht schnell wieder in die Ruhe. Ja, das ist die Wärmequelle. Da sitzt er. Das ist ein Rohr, das liegt hier drunter. Also hier sind Bilge. Definitiv. Und die sind in der Winterruhe. Da muss man erstmal ein Artenschutzgutachten gemacht werden hier. Bis zum Frühjahr darf eigentlich von der Tiergeschichte her gar nichts passieren. Ich habe nur gehört, darf nichts passieren. Was? Wo? Hier muss erstmal ein Artenschutzgutachten gemacht werden. Hier sind Bilchen. Gartenschläfer, die sind streng geschützt. Die sind jetzt in der Winterruhe. Die laufen auch nicht weg, wenn du jetzt anfängst abzureisen. Das kannst du erst im Frühjahr machen, wenn die wach werden. Nicht zur Seite wie die. Nein. Ich sag's jetzt nicht. Mäuse, Ratten, die sind in der Winterruhe. Ja. Und wir haben gerade eben mit diesem netten Gerät reingeguckt, mit dem Trend der Akku leer. Bei der Kälte jetzt wahrscheinlich ein Problem. Ja, also ich hatte da drauf gehabt, jetzt habe ich wieder Wärmebild nochmal Beweis gemacht. Von daher denke ich mal, muss ja, die NABU her. Oh ja, bitte. Die müssen wir ja. Hier muss Artenschutzgutachten gemacht werden. Ich hätte jetzt eher gedacht, du findest hier in den Spalten irgendwo Fledermäuse oder was? Ich traue mich nicht weiter dahin, also gehen. Also ich würde jetzt erstmal ja, die Naturschutzbehörde informieren, die soll immer hier ein Gutachten erstellen. Da kannst du ja nicht einfach irgendwas abreißen, wenn da geschützte, das geht ja nicht. Das war das, was mir gestern direkt aufgefallen ist, wie ich das Bauwerk gesehen habe, weil das ist typisch dafür. Dass dann sowas hier ist. Genau. Was könnte denn noch hier sein? Hier können Fledermäuse sein, definitiv, aber die kriege ich jetzt mit der Wärmebild nicht bei denen Temperatur. Das ist das Problem. Die haben die Wärme, die Körpertemperatur so runtergefahren, die kriege ich jetzt nicht. Dafür ist jetzt, wenn man bei minus 10 Grad, dann könnte ich sie finden. Weil die haben noch 5 Grad Körpertemperatur. Dann siehst du den Temperaturunterschied. Dann siehst du den Temperaturunterschied. Ja, den sehe ich jetzt nicht, weil die komplett runtergefahren.
und dann brauchen wir jetzt überhaupt gar kein Konzept zu machen. Das Konzept könnt ihr im Frühjahr machen. Tieflader erstmal gestoppt. Ja, nee, da geht gar nichts. Wie lange sind die im Winterschlaf? Bis März, Ende März, wenn es warm wird, früher. Gut, dann hat sich ja dieser 14-Uhr-Termin, der verschiebt sich dann mal jetzt da auf 14 Uhr März. Ja, die müssen das Ding absperren. Das ist ja, brauchen wir drüber diskutieren. Mhm. Ja. Das sind Bereiche da, da traue ich mich jetzt nicht drauf zu treten. Ja, ob man das jetzt baulich, da habe ich keine Ahnung von. Ich bin da eben auch mit meinen 70 Kilo, 65 Kilo drüber gelaufen, ist nichts passiert. Pro Bein. Ne, das war jetzt du hast ja große, ne, du hast keinen großen Bein. 43. Nee, also da habe ich keine Ahnung von Bausubstanzen. Das ist nicht mein Ding. Ich habe das gestern gesehen, Stroh, Offenstallungen, hier ist, in den Dinger ist immer was überwindert, ja. Immer. Also vom Baulichen her, ich bin auch kein Gutachter, aber ich war gerade eben mit Markus auf der anderen Seite. Die Mauer, die sieht aus, ich würde jetzt sagen, wie bei mir so. Außer, aber das sage ich natürlich nicht, ja, oder bei anderen zu Hause. Die Dinger sind hundert so viel Jahre alt. Die Mauer fällt mir nicht um so schnell, das ist mir schon klar. Wenn ja, so klar ist das nicht, weil das ein anderer Meinung. Ja, andere. Ja. Aber das hat sich sowieso erledigt, weil jetzt erstmal wegen Naturschutzgeschichte. Da muss die Naturschutzbehörde informiert werden, die muss erstmal ein Gutachten erstellen, weil hier ist definitiv, da ist schon mal ein Gardeschläfer, einer ist gerade eben ab dahinter, den hast du auch noch gehört. Und Thema gegessen erstmal, bis es früher. Gut. Okay. Wovon ernähren sich Gardeschläfer? Die halten Winterruhe. Also Winterschlaf. Das heißt, die haben ganz viel Kuchen gefressen und dann... Da liegt schon Walnuss. Was meinst du, wo die herkommt? Mach Limbo. Wie kommt... Wie, die fressen Walnüsse? Natürlich. Walnüsse, Haselnüsse. Die fahren nicht in den Futternapf und kaufen sich fertiges Bildschirmfutter. Wieso? Das ist doch viel einfacher. Auf jeden Fall, wenn wir hier noch weiter suchen, aber wir wollen die auch mit einer Winterruhe stören. Nee, deshalb, ich gehe jetzt mal um den Energieverbrauch, wenn wir jetzt weg. Tja, hat sich alles erledigt. Ja. Habt ihr gehört, ne? Markus, bräuchte mal ganz kurz deine Hilfe. Ja. Kannst du mal den Pombi anrufen, wo der steckt? Weil den ruf ihn doch gerade mal an. Den suche ich. Ich habe Weihnachtsgeld für den Einstecke. Das will ich ihm da lassen. Nehme ich schon mal. Pombi kriegt Weihnachtsgeld. Das ist ja unfassbar. Markus, grüß dich. Das ist cool. Ich habe dir meine WhatsApp geschickt, aber es ist jetzt uninteressant. Ich bin live, ne? Also, ich bin ein Gutachter. Du hast ein Gutachter? Also eine Freundin von, ich konnte die ist gerade... Darf ich filmen? Von mir aus kannst du mich gerade filmen. Ja, Markus, ich habe eine Freundin, die ist Architektin-Gutachterin bei der Stadt Köln. Der Mann ist Architekt, geboren in Venedig, kennt sich super mit alten Häusern aus, weil Venedig ja logischerweise alte Häuser sind. Die ist gerade in einer Online-Konferenz, also ich habe nur mit dem Mann telefonieren können, er gibt dir sofort Bescheid. Und wir können da gleich nochmal anrufen und noch mal kurz nachhaken, aber ansonsten hoffe ich, dass sie sich melden. Super. Hier wieder ein Engel aus Brühl. Engel aus Brühl. Und hier ist noch ein Engel. Wir hatten übrigens ganz, ganz viele Engel aus Brühl. Also in den ersten Tagen haben die Brühler, wir haben an den Straßen gebettelt um Schippen und Schaufeln, um Handschuhe, also alles an Material, was wir brauchten, weil es dann nicht verfügbar war. Ich hätte mir jemand erzählt, dass wir das ein paar Tage später tonnenweise, LKW-weise aus München, aus Bayern, aus Sachsen kriegen, hätte ich das nicht geglaubt. Das war unglaublich. Wie du auch im Ahrtal unterwegs bin. Also ich bin jetzt hier tatsächlich, obwohl es so ein paar Kilometer ist, im Ahrtal eigentlich super häufig und hier bin ich tatsächlich das erste Mal. Ja, ich bin ja auch irgendwie im Ahrtal gelandet, obwohl das hier für mich wesentlich näher wäre. Also die Kirche Bad Neuenahr haben wir mit unseren Leuten auch ausgeräumt und da waren wir auch 2 Tage im Einsatz in Euskirchen waren, bis wir dann gesagt haben, jetzt Erftstadt auf. Das war eigentlich der Ursprung, weshalb wir gesagt haben, wir wollen Erftstadt helfen. Hier kam es halt erst ab Tag 7 rein. Ich hatte jetzt vor einem Monat hier in Erftstadt ein 5-Euro-Haus übernommen. Ich habe das total aus dem Gedächtnis raus, was hier mit diesem... Ich kann mich daran erinnern, dass da irgendwas war, aber ich hatte es komplett raus. Nicht mehr in Erinnerung, wo es dann hieß, ja, da oben ist ja die Kiesgrube abgesoffen und hat die ganzen Häuser verschluckt. Ich so, wusste ich schon gar nicht mehr, das ist. Weil wir uns halt immer so Walpertsheim, genau. Ahrweiler, Marienthal, Dernau...
und dann immer so ein bisschen... Im Kopf gefangen da unten, ne? Und dann kommst du hier hoch und kriegst einen Schock. Weil ich war ja dann irgendwann auch mal in Münstereifel. Ich dachte, was ist denn hier passiert? Ich wusste das nicht. Ne? Ja, ich hab das gar nicht mehr... Also wir sind dann durch den Ort gelaufen, an diese Kiesgrube daran oder die Überreste. Die haben sie ja schon wieder gut verfüllt, hinten die Autobahn. Die ist ja nochmal, die Erft ist ja nochmal durchgebrochen. Die hat, ich glaube, 3 Wochen später war das. Die hatten schon wieder angefangen, sie zuzumachen und dann ist sie nochmal, wo das Ding nochmal zugelaufen ist. Echt, habe ich. Ja, das hat mir die Familie erzählt gehabt. Voll krass, das hatte ich komplett. Auch bei Münstereifel ist ganz furchtbar. Ich habe Freunde da gewohnt in Kalkar und die sagen auch, es regt sich nicht viel. Ne? Das ist das Problem. Ja. Dass die wirklich mutlos werden. Aber hier die Sache ist jetzt sowieso erstmal ruhig gestellt, denke ich. Gartenschläfer gefunden oben. Fledermäuse sind wahrscheinlich auch da. Ist das denn wirklich einsturzgefährdet? Ihr seid jetzt die Profis. Wir sind beide, wir haben zwar mit Abbruch beide zu tun, aber wir sind keine Gutachter. Aber auf dem, was wir bis jetzt in unseren Karrieren, sage ich mal so, gesehen haben, bin ich der Meinung, klar, es sieht scheiße aus, nicht drüber reden. Aber von der anderen Seite sieht es eigentlich gut aus. Also wenn man das hier mal wegmacht, das Holz und so weiter, klar, das ist mit den Jahren... Kannst du was Charmantes draus machen, ne? Mit diesem Backstein hier, das ist doch... Also, die meisten alten Gebäude sind so... Ja. Also, er hat eben richtig gesagt, wenn du jetzt durch Deutschland fährst und jedes Gebäude, was in dem Zustand ist, müsste, also Deutschland würde dann jetzt neu aufgebaut werden müssen, zum Großteil. Ne? Und das verwundert uns gerade alle sehr. Ne? Nee. Immer da dran, Deponie. Also, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo wir zu Hause noch. Das heißt, Bauernhof übersetzt mal, hatten, darf ich mal kurz durchsteigen? Wo wir einen Bauernhof hatten und die Kühe über die Straße geführt wurden. Ich hab das gerne gemacht. Ich auch, so bin ich groß geworden. Ich bin Pflanzensätzchen gewesen noch, da war ich so klein, da habe ich gesetzt hier mit dem Hopfen und Willi. Ich glaube, ich aber wir haben ja Hund. Darf ich da drauf? Darf ich drauf filmen? Ja, oder was? Streng geschützte Art. Jetzt? Streng geschützte Art, hat er gerade rausgefunden. Haben wir rausgefunden, hat, weiß ich schon lang. Das hat er schon ganz lange gewusst und hat es mir jetzt gerade nochmal erklärt. Ich rede ja mit einem... Ja, mit M? Ja, Vorsicht. Eisenschweinbeweger. Okay, das wird geduldet. Ja gut, also dann... Ich rede ja noch berghoch, ich finde das ein bisschen unfair. So besser? Ja. Wir könnten auch die Eva Hornhardt mal fragen, die ist Baubiologin auch. Sie ist ja Architektin, wir haben gerade gesagt, 2 Architektinnen zusammen hier. Die ist dazu noch Baubiologin und ist auf sowas, glaube ich, auch spezialisiert. Ich glaube, die würde das auch gerne machen. Gehen wir gleich mal an. Ihr könnt euch ja dann kurz schließen, weil ihr seid... Vorschlagen, dass du, ich habe das ja jetzt auch nur unterwegs, weil ich gedacht habe, ich fahre einfach mal hierher und prüfe, vielleicht kann ich so irgendwie helfen, hat ja nicht die Intention, einen Gutachter zu besorgen. Ja. Vielleicht kannst du mit dem Gaffrillo, also mit dem Mann, der ja auch Architekt ist, schon mal kurz telefonieren, dem mehr Infos geben, weil ich hatte nur so eine Minute am Telefon und wusste nur so rudimentär, um was es eigentlich geht. Ne? Da ist er, glaube ich, der bessere Fachmann, wenn du mal ein paar Infos über die Gebäudestruktur geben kannst, an den Architekten. An den Architekten, damit die Frau ist die Gutachterin. Also sie sind beide Architekten, er hat aber keinen Gutachter, die Frau ist Gutachterin und Architektin. Fotos machen, einfach mal erstmal weiterschicken und dann kann der ja schon mal was oder die Dame schon mal was dazu sagen. Hast du am besten zum Nachbarn noch mal gerade gehen, weil das sind eigentlich die relevanten Fotos, würde ich mal sagen. Ja, hier kommen wir jederzeit rein, der Nachbar ist gerade da. Ne? Und dann die Fundamente unten fotografieren. Genau. Ja. Und alles, genau. Ne? Da müssten wir Fotos machen, Fundamente oben, die Risse. Das sind aber Altrisse, hat sie ja gesagt gehabt, das war schon vor der Flut. Ja, das siehst du ja. Ne, Zwischenfrage, haben wir Verbindungen zum NABU? Hier ist unser Verbindungsmann, weil mit mir reden die ja nicht. Ich wollte mit dem NABU reden im Ahrtal, die Chevin will nicht mit mir reden. Keine Ahnung warum, ne? Ich hatte ja mal einen getroffen gehabt, wo ich an dem Krankenhaus den Nebenbach da freigeräumt hat. Ich weiß nicht mal, wann das war. Da hatte ich ja mit einem von der oberen Wasserbehörde, der da gerade war, gesprochen gehabt. Der hat sich nett unterhalten, aber dann habe ich auch seine Telefonnummer gegeben für Rückfragen.
Aber der ist dann nicht mehr ans Telefon gegangen, nachdem er wusste, wer ich bin. Ja, also Marco hat gerade nochmal nachgelesen, das wäre eine geschützte Art. Und Arbeiten, wo der ist, sind einzustellen oder zu unterbinden und so weiter, steht da bei Mama Google. Hier ist übrigens das Zindlingbecken, das Zuchtbecken, ist gar nicht weit weg von hier. Wenn du mal hinfahren willst und mal streicheln möchtest oder füttern oder irgendwas, ne? Oder beim Training zugucken, das ist eigentlich ganz interessant. Ja, ich halte mich da so ein bisschen zurück, also, weil immer wenn ich den Dingern in die Nähe komme, heißt es wieder Tierquälerei, wenn ich mit den Ketten da und ja. Ja, war nur ein Angebot. Aber ich bestelle Ihnen viele Grüße von dir, ja? Das ist nett. Das okay. Die haben auch so eine Promikarte unten im Wasserbecken hängen mit deinem Gesicht drauf. Ja. Die verletzen sich nicht. Die sind robust. Die sind robust. Das sind Robustfische. Die kommen aus der Robusthaltung. Ja, aber wenn wir extra Pflaster dabei haben, wenn man eine Flosse geschient werden muss oder so, kein Problem. Wir haben auch kleine Schienen dabei. Okay. Ich gehe mal gerade da durch, Entschuldigung. Ja, wenn du da hin möchtest, mit den Zindlingen mal irgendwie einen Kurs machen möchtest, Erste-Hilfe-Kurs oder irgendwas. Das können wir mal machen. Aber wir haben extra kleine Zindlingschienen. Das heißt, wenn ich die Flosse brechen oder so, damit der Nabu ja nichts sagen kann. Ja. Ne, denn die Naturschutzorganisation können gewiss sein, wir können die Zindlinge also auch medizinisch versorgen. Okay. Kann ich deine Nummer denen geben? Auf jeden Fall. Okay. Ich kann mich jederzeit anrufen, wenn die Zindlinge Hilfe brauchen, bin ich da. Danke dir. Das ist hier eine Community, unfassbar. Wir haben für jeden Bereich, für jedes Problem haben wir die Lösung und ich finde es einfach super. Ja, mir friert gerade die rechte Hand ab, aber das ist ziemlich stark. Falls jemand diese Telefonnummer kennt, bitte mal da aufhören anzurufen. Wir müssten da dringend mal mit den Leuten sprechen. Wer ist das nochmal? Die Naturschutzbehörde. Ach, 3-0 ist aber die Stadt, oder? Die Stadt selbst, die verbindet dann. Die Kreisverwaltung. Es gibt keine von der Naturschutzbehörde direkt. NABU ist hier bei Erstadt Arem zum Beispiel. Ja, aber die Naturschutzbehörde muss die ja beauftragen. Ach so. Ja, ihr kennt das. Ich halte mich raus. Er hat jetzt den Kontakt zu Pompi direkt. Ja, der so. Kommt jetzt da ohne die Arme. Gucken wir, ob ich noch eine Stimme einfangen kann. Ich filme jetzt mit links. Die rechte Hand, wie gesagt, die ist gerade, weiß ich nicht, auf Fledermaustemperatur. Also die Nachricht habt ihr alle mitgekriegt. Der Gartenschläfer schläft oben. Streng geschützte Art. Hier passiert sowieso jetzt erstmal gar nichts. Ne? Das ist schön. Schön zu hören. Das ist sehr gut. Und jetzt können wir schauen, wie wir Willi helfen können. Hat die Stadt schon irgendwie eine Entscheidung getroffen? Bis 14 Uhr sollen wir ein Konzept machen, aber das Konzept wird eh hinfällig sein, weil. Genau, die rufen jetzt die Naturschutzbehörde an, die müssen rauskommen und von daher gehe ich davon aus, dass wir noch ein bisschen Luft haben. Bis zum Frühjahr, bis der wach wird. Der kommt doch wieder, oder nicht? Ja, normal pennt er ja da oben. Aber. Ruf mich einfach mal. Ja, mach ich. Danke dir. Hör mal, wegen dem Drecker da. Und bist du weg? Achso. Wegen dem Drecker. Wollen die den machen oder sonst würde ich den machen? Red mal hier mit dem. Hier von der. Wie heißt er? Mit dem Bart. Genau. Die Helferwerkstatt, mit dem muss das absprechen. Wenn ihr zwei euch mal unterhaltet über den Drecker. Ja? Ja. Ich hatte kurz meinen Mann für dich noch am Apparat, der wollte mit dir noch kurz sprechen. Ich bin ja jetzt noch live, aber ich weiß nicht, wolltest du ein paar Worte sagen? Ja, ich bin deinem Aufruf gestern Abend gefolgt. Ich habe gestern Abend zu Hause gesessen, habe deinen Aufruf gesehen, wie du hier warst, wie du danach im Auto gesessen hast und alles sacken lassen hast. Und da habe ich gedacht, das geht nicht. Da musst du morgen früh hinfahren und da habe ich dich aber auch über WhatsApp angeschrieben, dass du mir die Adresse mal schickst und die hast du mir dann noch direkt geschickt und habe schon morgen mit meiner Frau auf den Weg gemacht, um auch hier zu sein, dass hier auf jeden Fall nichts passiert, bevor die irgendwas entscheiden und irgendwas abreißen. Also das geht gar nicht. Ja. Dafür sind wir einfach da, dafür sind wir eine große Gemeinschaft. Wie gesagt, ich selber war in Sernau
sehr aktiv und habe ich gesagt, nee, hier fährst du heute Morgen hin. Was machst du im normalen Leben, wenn du nicht hilfst? Ja, auch Landjet? Du kennst den Stefan Werres. Ja, ja, kenne ich, klar. Da bin ich am Abend angestellt. Ach so. Da bin ich angestellt und ich war mit dem Stefan. Das ist mein alter Praktikant. Aha, das ist dein alter Praktikant. So hieß er zumindest immer, ne? Der war immer bei mir auf der Verlademaus und ich war früher bei seinem Onkel, 18 Jahre beim Schwammborn in Eschmar. Und der Stefan hat jetzt von da ein paar Sachen übernommen. Und dann fahre ich bei dem Mulde und streue und bin dann bei ihm jetzt seit fast 2 Jahren angestellt. Und ja. Der unterstützt mich da auch sehr viel, wenn ich irgendwas brauche. Sagt, dann nimm mir die Mulde, fährst du da runter. Und da war ich war ein paar Tage in Derna, habe ich dann ganz am Anfang, am dritten Tag, war ich da unten. Und das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Und ich gesagt, da musst du irgendwas machen. Irgendwie jetzt hier muss auch irgendwas passieren. Ja. Da muss man einfach machen. Das geht gar nicht. Ja. Es hat funktioniert, also es funktioniert, glaube ich. Weil ich sag mal, deine Community ist so groß. Guck mal hier, was hier los ist, wenn die Leute ankommen. Das ist Wahnsinn. Das ist das. Und wenn du gewollt hättest, wenn die mit dem Bagger hier angerollt hätten, ich weiß, du machst einmal Fupp, die hätten hier gar nichts abgerissen. Das geht nicht. Die können ja einfach einen Bauernhof abreißen. Das funktioniert nicht. Das muss nicht sein. So. Also die Eva Hornhardt, die ist ja Architektin, Diplom-Ingenieurin und Baubiologin und arbeitet sowieso mit dem 5-Euro-Haus zusammen und hat dann jetzt eben gesagt, sie hat da richtig Lust drauf und würde auch mit der Kölner Kollegin sehr gerne zusammenarbeiten. Gutachten erstellen, sich den Bau mal angucken, was da wirklich mit ist. Also ich denke, das läuft, oder? Wir sind optimistisch. Genau. Und wenn wir noch eine Überraschung einplanen könnten. Und zwar habe ich jetzt folgende Idee, hat mit mir mal gar nichts zu tun, geht auch ohne du mich, ne? Zauberst mir eine Gartenschläferfamilie. Ach, du warst das. Vielleicht können wir für den Wolfgang, logischerweise auch für den Willi, eine Überraschung machen. Und zwar, der Wolfgang ist ja über Dresden damals, als er 6 Jahre alt war, hier in die Region irgendwann her geflüchtet. Das heißt, er ist durch Dresden durch im Februar 1945 und dann direkt nachdem er durch war, kam dann der große Bombenangriff. Und direkt danach ist er dann, also nachdem er aus Dresden raus war, kamen dann diese großen Angriffe, sind ja 3 schwere Angriffe auf Dresden geflogen und ich habe ihn gefragt, ob er jemals wieder in Dresden gewesen ist und da hat er Nein gesagt. Ich kenne Dresden sehr, sehr gut, weil ich habe die Frauenkirche damals noch in Trümmern gesehen. Ich war im Jahr 96 zum ersten Mal in Dresden. Da waren die deutschen Meisterschaften der Zauberkunst. Und ich hatte zu Dresden bis zu diesem Tag keinen Bezug. Ne? Und dann habe ich aber gesehen, dass da eine kaputte Kirche steht. Und die hast du wieder ganz gezaubert. Es hat ein bisschen gedauert mit Gottes Beistand. Aber das Fantastische war, die Geschichte ist halt nicht, dass diese Steine, also als die Kirche ja damals zerstört wurde durch den Bombenangriff, hat man diesen ganzen Trümmerhaufen einfach liegen lassen. Das sollte einfach nur ein Denkmal sein. Und dann hat sich ja irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, in den 90er Jahren dann eine Gruppe gefunden von Menschen, die gesagt haben, wir bauen die Kirche wieder auf. Und da hat man diese Steine genommen, die noch da waren, und in Regalen sortiert und hat dann einen Aufruf gemacht, einen Spendenaufruf, Markus, einen Spendenaufruf, um diese Kirche, die Frauenkirche, wieder aufzubauen. Ich glaube, nach gefühlten 0,1 Sekunden war die Kirche durchfinanziert. Und damals noch von der Dresdner Bank. Und jetzt muss ich dich mal korrigieren. Darfst du? Weil die ist nicht zerbombt worden, sondern die Kirche ist tatsächlich, glaube ich, 2 oder 3 Tage später, nach dem Bombenfall, durch die Hitze, das ist Elbsandstein, diese Frauenkirche, Kirche. Und die ist dann durch die Hitze wirklich in sich zusammengefallen. Und ich war tatsächlich 96 auch zum ersten Mal in Dresden. Hab siehst da auch Freunde in Brandbeulen. Haben wir die Gemeinsamkeit dabei. So, also jetzt weiter, ne? Damit ich jetzt mal auf die Pointe komme hier. Ne? So, also, dann, ich bin jetzt mehrmals in Dresden gewesen, ist also eine fantastische Stadt. Die Frauenkirche ist ja wieder aufgebaut worden, ganz, ganz toll. Vielleicht kriegen wir das hin, dass irgendwer eine Fahrt organisiert und mit dem Wolfgang und mit dem Sohnemann zusammen eine Tour nach Dresden macht. Also, wer das machen möchte, kann sich dann einfach per E-Mail bei mir melden, info@ und dann jörg-burkhardt.de, Burkhardt geschrieben wie die Burg, hardt.de. Also, wer Lust hat, eine Tour nach Dresden zu organisieren,
einfach bei mir melden und dann gucken wir, ob wir so eine Überraschungsfahrt hinbekommen. Ich glaube, das wäre hochemotional, weil der Wolfgang, so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, ist ein Mann, der so viel Dankbarkeit in sich spürt. Man merkt das ja. Wir können nicht sagen, wir können nur dastehen, wir können einfach nur sagen, wir sind da, wir bleiben da. Das ist toll, dass wir das machen können, aber wir merken, wie unendlich dankbar ist für jeden Millimeter, den er da bekommt. Und tolle Nachricht, gerade während ich im zeige ich jetzt auch ganz kurz, das ist super, weil das ist ja das, was wir machen, Markus, davon leben wir ja. Du berichtest und ich darf die Erfolgsmeldung verwalten. Und da ist sie gekommen, da ist eben reingekommen, das ist der Hammer. Bin gespannt. Ja, ich auch, Hammer, ne? So, da hat nämlich hier der Achim Keck geschrieben, kannst du draufhalten. Na, da haben wir eine Spendenzusage bekommen, schon wieder von 100 Euro. Da steht zwar jetzt Willi und sein Sohn, aber das ist ja für dieses Haus eindeutig. Es gibt nur ein Haus, das Willi heißt, ja. Du kannst so, das ist kein Problem. Ne? Die E-Mail-Adresse. Oh, okay. Das ist zu spät. Aber das ist kein Problem. Wer so schön schreibt, ne? Und du siehst, das haben wir den ganzen Tag und wir freuen uns da auch drüber, dass wir solche Meldungen den ganzen Tag reinbekommen. Die höchste Spende, die wir bekommen hatten, waren 15.000 Euro als Einmalspende. Wir wissen nie, was passiert in der nächsten Sekunde. Gigantisch. Deswegen immer wieder danke. Dann checkt lieber nochmal. Ja. Ich auch ganz kurz mal, dass wir uns allen, die jetzt helfen wollen, die Entscheider sind, mal kurz zusammen. Zusammensetzen, weil wir haben ja statt das Konzept, was wir gleich erarbeiten, in den nächsten Stunden vorzustellen, da habe ich mal ein Wort für gegeben. Genau. Das wäre schön, wenn wir das kurz machen. Dann höre ich jetzt auch. Da ich Dresden sehr gut kenne, jetzt, da kommt es schon. Übernehme ich die Dresden-Tour. Oi. Mit dem Wohnmobil? Genau. Mit dem Wohnmobil, genau. Boah, wenn der Wolfgang das wüsste. Und ich sitze da am Beifahrer. Ich höre jetzt auf zu filmen, weil jetzt kommt dann der wichtige Part, sag ich mal. Ne? Also, an euch alle vielen Dank, die hier im Hintergrund mit dabei sind, die mit spenden, die einfach das tun, was sie machen können, jetzt aus der Situation heraus. Da reicht auch 5 Euro pro Monat mal zu spenden über das 5-Euro-Haus und einfach um die Sache hier am Laufen zu halten. Und ihr seht, was hier los ist. Alles Fachleute für ihren Bereich da. Gutachter, Architekten sind auch im Anflug. Von daher, es läuft. Wir machen jetzt ein Konzept. Ich werde nachher mit Sicherheit nochmal live gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Unterstützung. Und gemeinsam schaffen wir das. Danke euch. Bis nachher. Tschüss. Ja, also ich komme eigentlich aus dem Lächeln nicht raus. Es ist unfassbar. Wir haben gerade in der Gruppe zusammengestanden drinnen. Wir haben wirklich so ein tolles Gespräch gehabt und so zukunftsweisend und vor allem die Probleme besprochen und auf ganz kurzen Dienstwegen gerade alles geregelt. Es ist einfach unfassbar. Ich blende jetzt hier eine Telefonnummer ein. Bitte die vielleicht fixieren, falls ein Admin zuschaut. Bitte die Nummer schon mal fixieren. Das ist der Kontakt vom Tibor, der hier alles Weitere in die Hand nimmt. Also der für die Planung, für das, was jetzt kommt, verantwortlich ist und der hier koordiniert. Das ist der Helfer hier aus Erftstadt, der im Prinzip das Gleiche schon seit Anfang der Katastrophe macht, wie ich jetzt hier in Walpertsheim gemacht habe. Ich fange jetzt hier an zu filmen, weil wir brauchen ab Freitag 14 Uhr Helfer und Container. Freitag 14 Uhr, kommenden Freitag ab 14 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag Helfer für den Bereich, die wirklich mit der Hand anpacken, die mit der Kettensäge umgehen können, die einfach mit aufräumen und Containerfahrzeuge. Wir haben hier eine Einfahrt von 1, 2, 3, 3,50 Meter, 4 Meter. Wir brauchen hier 2-Achs-LKWs mit Containern, die hier die Container reinfahren und absetzen. Ganz wichtig. Und helfende Hände, aber das muss alles über diese Telefonnummer laufen, die ich hier eben eingeblendet habe. Übrigens der Sohn von Willi, warte mal, kannst du das nochmal gerade sagen, was für eine Ausbildung? Der Sohn sucht eine Ausbildung zum Notfallsanitäter, hat wohl schon mehrere Bewerbungen geschrieben, hat aber bis jetzt entweder nichts gehört oder eine Absage bekommen. Okay. Das aber ist der Sohn von Willi dann? Der Sohn von Willi, genau. Genau. Also, wenn hier jemand eine Ausbildungsstelle hat für den Notfallsanitäter? Genau, als Notfallsanitäter kann sich auch gerne bitte unter der Nummer melden. Jetzt ganz wichtig, ich gehe jetzt mal schnell zum Wolfgang, dass der hier aus dem Regen rauskommt. Wolfgang hat übrigens Celia adoptiert, das ist jetzt die neue Enkeltochter, beziehungsweise dein neuer Opa, ne? Ja, das ist mein neuer Opa. So, wir wollen schnell aus dem Scheißwetter raus, sonst hätte ich länger gequatscht. Schirm
Ah, da kommt ein Schirm. Okay. Er hat jetzt keine Mütze, nix. Wollt ihr euch auch mit? Es ist alles da. Dankeschön. Wollt ihr euch auch mit drunter stellen? Wir gehen jetzt einfach mal, weil das ist jetzt auch ein Riesenschritt, den der Wolfgang hier macht. Ich kenne das, mein Vater ist genauso. Der hat alle alten Maschinen immer stehen lassen. Aber die Entscheidung ist getroffen, dass die Maschinen hier veräußert werden sollen. Wir haben hier links den Klaas Matador stehen mit 90 PS. Ne? 90 PS, Bergingsdiesel, Selbstfahrer mit Hydrolenkung und leicht zu bedienen. Bis vor 4 Jahren ist der gelaufen. Bin immer gerne auf mein Handy fallen und die Übertragung unterbrochen wird. Aber erzähl mal weiter, vielleicht geht's jetzt. Und dass Landwirte gekommen sind, wie der Richard, der Lohnunternehmer, und während des Dreschens im Feld ist er, ohne dass ich es gemerkt habe, stand er auf einmal neben mir oben und hat die Qualität der Frucht geguckt. Die hat einwandfrei ausgetrocknet. Ja. Hat er selber gestaunt, dass das alte Ding noch so ging. Wolfgang. Erwin, was für ein Baujahr kann das sein? 74, 76? Nee, 67, 68. Also 67, 68. Das ist ja schon mit Hydrolenkung, ne? Ja, ja, ist aber noch eine Dunkelröhne. Eine Dunkelröhne, das wird für Sammler Matador Gigant, ne? Ja. Matador Gigant ausschlaggebend sein. Also wer so ein Gerät hier in seiner Sammlung noch braucht. Wolfgang, der wird nicht mehr zum Einsatz kommen, bin ich mir sicher. Nein, die Leute können den haben. Genau. Also, wer den haben möchte, bitte melden. Und natürlich ist der was wert. Der Gegenwerte sollten Euros sein, die ihr gut gebrauchen könnt, ne? Ja, aktuell. Ja, ja. So, du darfst dich hier nicht erkälten. Genau. So, es geht weiter mit Maschinen. Was willst du noch verkaufen? Die Presse. Hier ist eine Strohpresse, eine AP61 darunter, abgedeckt. Die hatten wir früher auch. Ein wunderbares Gerät von der Firma Velga, die wirklich 1A Qualität produziert. Für Strohpressen, für kleine Ballen. Ne? Das stimmt, genau. Wie viele Ballen hat die ungefähr gepresst, weißt du das? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe sie ja auch gebraucht gekauft. Ne? Ja, ist egal. Die ist auf jeden Fall noch gelaufen, oder? Ja. Haben unser ganzer Stroh mit gepresst. Wir wollen die jetzt nicht aufdecken, wir lassen sie so drunter. Wer eine AP61 braucht, ist bis zuletzt gelaufen, bitte auch bei der Telefonnummer melden. Gebt euer Preisgebot ab oder kommt hier gucken, guckt euch die Maschinen an. Und wie gesagt, die müssen hier weg. Was möchtest du noch wegtun? Da hat mich vorhin einer angesprochen mit dem Holder hier. Ein Holder? Ja. Ja, wenn die schon einer angesprochen hat, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Der wollte den haben fürs Ahrtal. Ach, hier? Der kommt an keine Ersatzteile mehr hier. Der ist mit Grubber, mit Fluch, mit Fräse, das ist alles dabei. Also hier steht ein Holder, ist ein bisschen eingewachsen, den würdest du auch wegtun. Ja, das benutzt doch nichts mehr. Und da auf dem Hänger, da ist noch dasselbe ein Getriebe mit einem Teilmotor, der kann auch mit weg. Okay. Also das ist nochmal ein Ersatzteilträger sozusagen. Ja, ne? Genau. Heute gar nicht mehr zu kriegen, die Teile. Ja. Wer da Interesse dran hat, auch wieder für Sammler, ganz speziell, der ist bis zuletzt gelaufen. Ja, der hat hier noch ehemals Gas eingesetzt, haben hiermit geflüchtet. Okay. Auch abzugeben. Ne? Also, und was haben wir noch? Was ist mit dem Deutz? Den willst du noch behalten hier, denke ich mal. Ne? Der geht nicht weg. Ja. Der ist von Schlenderhahn. Ah. Ist gestützt Schlenderhahn ist hier um die Ecke. Ja, der hat früher Schlenderhahn hat der nur Heu gemacht. Der hat keine schwere Arbeit gesehen. Aber den behältst du erstmal. Ne? Man weiß ja nie, was du noch vorhast. Allein schon wegen dem Frontlader. Ja, die Frage. Du könntest exakt mein Vater sein. Ja. Genau das Gleiche. Hättest du die Möglichkeit, den am Bahnhof zu säuen, dann mache ich den. Ja, den kriegen wir mit Sicherheit darüber. Ja, muss mal gucken. Wer kann den Trecker nach Berendorf fahren? Der muss transportiert werden. Der fährt nicht mehr, ne? Oder was? Wir haben hier so oft. Also, kann man nicht laufen. Was für eine dumme Frage, Herr Wipper, führt. Hier ist ja alles abgesoffen. Ja, bis hier nach das Wasser gestanden. So, man muss sich wieder resetten. Hier ist alles abgesoffen. Das sei noch dazu gesagt. Hier hat alles im Wasser gestanden. 1,50 Meter hoch ungefähr. Oder noch höher wahrscheinlich. Ja. Ne? Wer kann den Trecker hier? Was ist das für einen Deutz D? 6806. Ja. Nach Berendorf fahren, du willst dich drum kümmern. Ja, ich mach den wieder. Da siehst du mal. Ja.
auch bitte bei der fixierten Telefonnummer melden, die dann gleich hier erscheint. Was sagst du zu dem Tag heute? Gut. Ist auch das Wetter sehr gut. Komm, wir gehen mal rein, nicht, dass du dich noch erkältest hier. Das einzige große Problem, was wir hier noch haben, die Entsorgung von den Reifen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Geil, da sind zwei Sätze Pflegereifen. Ich muss halt Internet setzen, dann sind die weg. Also, Pflegereifen sind hier auch. Hier sind Reifen, wer hier entsorgen will. Aber dafür, da kümmern wir uns ab dem Wochenende drum. Alles, was zu entsorgen ist. Genau. Dann eine machen hier, ja klar. Schiff. Das heißt, am Freitagnachmittag 14 Uhr stehen wir hier mit ganz vielen Leuten, die den kompletten Hof, den Innenbereich aufräumen, ausräumen, wegschmeißen, aussortieren. Wir brauchen noch jemanden, der sich um die Vermarktung von manchen Produkten kümmert. Da hast du einen guten Kontakt, Markus. Ja, genau. Und dann kriegen wir das hin, dass wir hier Sonntagabend einen schönen besenreinen Hof haben und dann ordentlich arbeiten und was aufbearbeiten lassen. Ich habe jetzt deine Nummer angegeben, auch für die Maschinen. Die Leute können ja Gebote abgeben und der am meisten bietet, der kriegt die Maschinen. Genau. So machen wir das. Okay, ganz kurze Dienstwege. Ne? Und du hast eben, habe ich gehört, du wirst nach Dresden reisen. Ne? Ja, Wahnsinn. Hat schon funktioniert. Wahnsinn. Das ja. Noch mal zu sehen. Wann warst du das letzte Mal da? Ja, in 6 Jahren. Als 6-Jähriger bist du von Dresden geflüchtet und warst nie wieder in Dresden. Weißt du denn noch, wo du da aufgewachsen bist? So ein bisschen in Erinnerung? Ich bin in Schlesien aufgewachsen. Wir sind auf der Flucht da durchgekommen. Ah, okay. Mit dem Pferdewagen. Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern. Das war eisig kalt und hat geschneit, wie heute. Viel, viel schlimmer. Und dann der Bombenangriff. Den haben wir allerdings so 3-4 Kilometer vor Dresden erlebt. Gott sei Dank. Ja. Ja. Das ist eine Erinnerung gewesen mit 6 Jahren, die habe ich nie mehr vergessen. Das glaube ich dir. Und dann wieder jetzt als zweites dieses Elend. Furchtbar. Das ganze Holz hier von dem Nachbar, das hat hier alles im Garten geschwommen. Aber lass uns mal reingehen, nicht, dass du dich noch erkältest. Ne? Und ich habe auch einen Aufruf gemacht wegen Hausschuhe und Strümpfe, Schal Wahnsinn. Und Schuhe. Die kriegst du auch noch. Ja? Sehr schön. Und Heizdecke. Du bist bald nicht mehr wieder zu erkennen, glaube ich. Immer. Am besten würde ich ihn gerne sofort mitnehmen. Also lassen wir aber so meine viel... Wohnung ist ja auch noch nicht fertig, leider. Da hat mir so viel Entgegenkommen gezeichnet. Ich verstehe es mal gar nicht. Warum? Das ist doch klar. Unglaublich. Wir helfen uns alle gegenseitig. Ich habe da nicht, ehrlich, nicht mit gerechnet, dass es sowas auf der Welt gibt. Ehrlich nicht. Bitte annehmen. Und ich kann immer nur mich bedanken. Selbstverständlich. Wir sind geerdet. Das ist so eine schwierige Situation, die ich mitgemacht habe. Ich hatte tatsächlich, ich habe ihm gesagt, wie das direkt nach dem Wasser, ich hatte keine Lust mehr zu leben. Ich hatte keine Lust mehr. Alles wird gut. Alles wird gut. Architektin ist schon da. Hier kommt eine. Ist nur er da? Er ist da. Völlig, völlig egal. Das hast du in die Wege geleitet und das ist einfach. Ja, ich hoffe, dass der helfen kann. Ne? Ja, wir brauchen Fachleute hier. Ne? Wir können alles in der Theorie hier sagen, wie wir es machen würden, aber es muss einer seinen August Wilhelm da drunter setzen und vor allem jemand, der Fachkenntnis hat. Eben bei der Runde hätte ich euch gerne mitgenommen. Das war so ein tolles Gespräch. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn man mit Leuten da ist, die alle das Gleiche wollen. Hallo. Darf ich Sie filmen? Wipper führt Markus. Ich bin hier der Kameramann. Kamerateam. Okay. Der Kameramann spricht normal nicht. Stimmt. Ruhe. Okay. Vom Dach her auch komplett. Das sieht man mit den bloßen Augen, dass das kein Dach ist. Das sieht man nicht. Ja, also, was meine Befürchtung ist, wenn jetzt eine Windböe kommt, nicht das Dach. Weil das nicht stabil ist. Also Dach schnellstmöglich. Wir haben jetzt nur ein kleines Problem. Und zwar haben wir jetzt einen Gartenschläfer. Danke. Was? Gartenschläfer. Bildschirm, streng geschützte Art. Ist das eigentlich das gleiche wie ein Siebenschläfer? Ist ein Abkömmling davon, ist dasselbe. Der Schutzstatus ist dasselbe. Da bin ich überfragt. Da ist natürlich. Muss man melden. Ist schon. Das habe ich gemeldet heute Morgen und die müssen jetzt natürlich ein Artenschutzgutachten hier erstellen. Genau.
Also wäre jetzt die richtige Sofortmaßnahme, den Bereich erstmal absperren. Ja. Also wenn man jetzt sagt, wir gehen. Kannst du mal kurz halten, dann ziehe ich meine Handschuhe an. Ich mach mal Kamerakind. Das hier ist da, definitiv. Ja. Kamerakind? Das kann man dann. Ist das schräg? Echt? Pass mich aber an, warte ich mal. Jetzt ist die Frage, ne, was ist halt. Sehen schräger Vogel. Gewalt, ne, ob das jetzt die Art genau, oder ein Mensch. Genau, das sind sie jetzt am Klären. Wenn das natürlich jetzt absperrbar ist, so, das ich hab Handschuhe an. Leib und Leben steht natürlich im Vordergrund. Eben. Du Weichei mit Handschuhen. Das geht nicht mehr anders. Das muss die Behörde jetzt klären. Was ist denn die Ursache hier, diese ganze Aktion eigentlich? Ist es die Flut oder nicht? Nein. Flut hat keine Beschädigungen. Wir waren auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Mauer. Geht ja bis oben hin. Fundament hat gar nichts, nichts unterspült, gar nichts. Nein, aber ich meine, das ist ja so eine ältere Geschichte. Das war schon alles so vor der Flut. Also das ging nach der Flut los, mit dem man will, das hier weg. Das hier muss weg. Das ist vorher, wegen irgendwas mit dem Strom, war die Stadt auf dem Nachbargebäude, Nachbargelände. Und dadurch ist das dann... Der Eigentümer? Ich? Nein. Ich bin... Helfer. Freiwilliger Helfer. Bin da ab und zu mal. Ich muss natürlich jetzt mal bewerten, wie weit hier Gefahrenverzug ist für beide Parteien. Das ist ja auch ein Eigenschutz. Ist ja auch Sinn, heißt, die Nachbarschaft. Die Nachbarschaft. Die Nachbarschaft. Ob die es unterdrückt, weiß ich nicht. Aber es heißt ja, dass der Einsturz gefährdet und somit ist der ja... Ja, der Nachbarsgarten ist halt direkt da hinten dran. Keine Bebauung, sondern nur der Garten. Genau. Deswegen, das ist ja absperrbar bis März. Ja. Das ist jetzt eh keine Gartenzeit bis März. Ja. Und es liegt kein Gutachten vor, ne? Das ist ja auch nochmal wichtig. Was besagt, dass hier abgerissen werden muss. Es gibt kein Gutachten bislang. Nur eine Feststellung. Nur eine Feststellung. Und ein Beschluss, aber kein Gutachten. Also ist die Frage, auf welcher Grundlage das hier entschieden wird. Dann wahrscheinlich nur auf der rechtlichen Ebene Zeit gewinnen. Also Zeit gewinnen, um einen Gegengutachten herzustellen. Um ein Gutachten herzustellen. Es muss ja nicht mal ein Gegengutachten sein. Es gibt ja keins. Feststellen, ob inwieweit und welche Bereiche abgerissen werden oder gefährdet sind oder sicher nicht. Ne? Wie weit muss man die Mauer hinten dran runterbauen, damit sie noch standhaft ist? Dach auf jeden Fall mal, solche Sachen, das muss alles im Gutachten. Ja. Ja. Weil ohne Gutachten. Könnte ja sogar sein, dass es gar nicht bis auf das Dach ist. Könnte sein, ja. Und jetzt sind die Böden halt in der Zwischenzeit, das ist auch ein großes Problem. Die Böden, das sieht man mit bloßen Augen. Das sind ja diesen, die nicht betreten sollte, wenn man noch... Ich zeig's mal kurz. Ja. Nicht, dass hier der Gartenschläfer noch durchfällt. Also hier ist die Gefahr, weshalb man oben nicht rumlaufen sollte, natürlich gegeben. Siehst du hin, die dunkle Stelle, wo der Boden komplett durchschenkt, da ist es auch dunkel und feucht, hat er ja, eben... Das ist Dach undicht und da ist Wasser durchgelaufen. Und wenn du hier gucken tust, da zwei Balken gebrochen. Siehst du, hier sind... aber das ist auch alles schon ewig so. Ja. Ja. Das kommt am Mittwoch mit dem Elektriker, weil dieses Haus ist noch nicht von dem Elektriker geprüft worden. Und die betreiben aber die elektrischen Leitungen auch wie im Wasser waren. Ja, und ich habe mit dem Elektriker abgeklärt, mit dem war ich auch schon bei der Arsche Elektroleitungen reparieren und sowas. Mit ihm fahre ich am Mittwoch hier hin und dann bringe ich auch Drehstützen mit, um jetzt hier die gebrochene Balken und sowas schon mal mit Baustützen abzustützen, damit da schon mal auch gezeigt wird, ist gut will da, um die Sache wieder in Stand zu setzen oder zumindest zu erhalten. Super. Also die Leitungen benutzen die im Wasser waren? Ja. Das ist aber nicht ohne, ne? Ist nicht ohne. Ja, deswegen habe ich sofort meinen Freund angerufen, damit er, auch wann er Zeit hat, und er kann Mittwoch, wir werden Mittwochmorgen, werden wir hier hinfahren, das werde ich nachher auch mit dem Hauseigentümer noch besprechen, dass wir Mittwoch kommen und schauen nach, er bringt auch ein paar neue Steckdosen und sowas mit, wo die Leitungen dann im Wasser standen, dass dort auch die Steckdosen und sowas ausgetauscht werden. Ja, super. Vielen Dank an dich. Ne? Kein Problem. Also nur nochmal zur Erklärung, du wolltest jetzt hier die Einraumheizung installieren. Ne? Ja, ich habe noch keinen Klimabauer. Ich bin ja Dachdecker. Ja, ja. Du hast es montiert sozusagen. Oder wolltest montieren. Wolltest montieren. Ja. Bin, und
Ich brauche aber dann natürlich einen Kernbohrer und so. Das muss ich jetzt erst nochmal, die Wege leiten, vielleicht muss ich nachher einfach wegfahren. Und dann komme ich nochmal wieder. Aber die Heizungsanlage selber habe ich jetzt aus meinem Bestand hier hingebracht. Und vielen Dank. Gucken, wie wir es montieren können. Was für einen Wert hat die? Also die jetzt 600 Euro. 600 Euro. Einfacher hast du gespendet gerade sozusagen? Ja, ist schon die neunte jetzt, die ich spende. Du bist verrückt. Sag mal, welche Firma ist das? Robert Müllers Bedachungen aus Hückelhofen, Kreis also, Heinsberg. Hubert Müllers. Robert Müllers bei Hückelhofen, Heinsberg, Dachdeckerbetrieb. Wäre schön, wenn du viele Aufträge kriegst, weil du hier einfach dich einbringst und viel Geld hier gelassen hast im Katastrophengebiet. Ne? Vielen Dank dir. Du könntest ja jetzt auch irgendwo einen Auftrag gerade machen, wo du Geld für kriegst. Ne? Ja, ich wäre eigentlich jetzt in Norddeutschland Dachfenster montieren. Ja. Da war ich vorige Woche auch noch, aber ja. Vielen Dank. Ich habe gestern Abend das Video gesehen und da wusste ich, ich muss erstmal heute hier hin. Es tut mir leid. Ja, kein Problem. War schon gut, dass ich es gesehen habe. Danke dir. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich werde auch hier mit den Dächern, da werde ich wahrscheinlich dann auch das ein oder andere Mal eine Hand anlegen. Ja. Wir werden es anschauen. Okay. Danke. Ja. Ich kann euch schon nur Danke sagen. Kein Problem. Kein Problem. Ne? Alles gut, wir sehen uns dann. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ja. Und? Ja. Herr Zintel? Hm? Was ist los? Vielen Dank, Lieblingsmitarbeiter. Des Jahres. Ist ja bald 10, gell? Die Jungs, hier kann alles zusammen. Ich glaube, ich was für dich. Was der also, so sehe ich das jetzt. Wenn man hier jetzt provisorisch Stützbalge reinzieht, das Ding. Ja, aber das müsste eigentlich einen. Da muss ein Statiker muss her, muss sagen, wie man das Ding jetzt sichert bis März. Dass bis März nichts passiert, Absperre, fertig. Also Baustützen kommen wohl, ne? Die bringt er mit hinten, Dachdeckerbetrieb, ja. Um schon mal die gebrochenen Balken abzufangen. Ich muss auf jeden Fall erstmal einen Statiker gucken, wo, das ist jetzt so offiziell die Kiste, da kann man einfach hinkommen. Ein Holztrunnerkeile. Ja. Sobald die... Wenn die Gartenschläfer raus sind, kann man die abbauen. Ja. Das ist ja jetzt eine Diskussion. Zugänge zumauern, zum Beispiel, dass keiner reingeht. Auch, Eigentlich brauchen wir doch nur hier zuzumachen, dann kommt doch keiner rein, wenn das Tor vorne noch zu ist. Ne? Der Besitzer darf auch alles, mit rein. Öffnungen. Kann man ja mit Bauzaun zumachen. Ja. Ne? Kann auch Dampf versiegeln kommen lassen. Aber irgendwie, es gibt ja auch so ein flüssigen Beton, im Dach nicht zu bekommen. Hier sind die Kühe sind doch das Problem, weil die brauchen ja den Unterstand. Ja, die Tierhaltung hier. Aber eigentlich ist hier das Problem noch nicht da. Ne? Genau. Der könnte ja hier reingehen, wenn der Mähdrescher weg ist, ne? Oder? Mal gerade gucken. Wenn wir hier die Mauer wegreißen, dann könnte er ja mit den Kühen auch hier lang gehen, ohne dass der hier in den Gefahrenbereich dann das geht. Ja, ne? Tiere. Wow. Ja, das ist eine Mischung. Ja, Chablis und Limousin, meine ich. Ja, Limousin, glaube ich. Aber Chablis setzt sich ziemlich durch. Das ist nicht... Ja, hier ist eine Betondecke drin. Ne? Das sieht alles sehr stabil aus, meiner Meinung nach. Aber... kommt man jetzt nicht rein, ne? Der ging hier über die Leiter. Das ist das reine Heuboden da oben. Also ich war gerade eben drin und habe die Schwalben erst dann noch fotografiert. Schwalben sind da auch drin? Also, dann geht es aber im Frühjahr schon wieder los, ne? Die sind ja da drin, das soll ja nicht abgerissen werden. Doch, der obere Bereich glaube ich schon. Da habe ich auch nicht ganz kapiert. Bis zur Betondecke. Also da drin haben wir zwei Schwalbennester. Und hier vorne ist eins, das könnte man ja jetzt entfernen, dass da im Frühjahr erst gar keine Schwalbe reingeht. So, jetzt kommt hier ein Rätsel an die Zuschauer, was für Schwalben brüten hier in den Ställen. Wer es zuerst schreibt, gewinnt ein Shirt aus meinem Shirt-Shop. Ich kann sagen, ich habe Nein, du sagst gar nichts. Ich habe kein Shirt von dir. Du kriegst so eins. Ja, also ich ihr merkt gerade, es ist hier alles auf einem richtig guten Weg und wir kriegen das hier auch in den Griff. Es wurde jetzt nicht nur über den Stall gesprochen, es wurde hier über das Gebäude gesprochen. Ihr seht, wie hoch das Wasser hier gestanden hat. Alles wird jetzt hier mitgemacht. So, Mehlschwalbe. Wer war der Erste?
Die Kühe. Sorry, ich kann hier nicht scrollen, weil mein Bildschirm nass ist. Wer hat als erst die Milchschwalbe gesagt, der kann sich nochmal bitte per Messenger melden. Ich würde jetzt auch hier den Beitrag wieder beenden. Es war wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ich sehe noch ein interessantes Gerät, das hat er aber eben nicht genannt. Will er wahrscheinlich noch behalten. Wir kriegen das hier gewuppt mit eurer Hilfe und mir ist eben zugetragen worden, dass es noch einige Notfälle gibt. Ich muss das dann jetzt mir mal durcharbeiten, was es noch gibt. Man will mir die Kontakte geben und dann brauchen wir nochmal eure Hilfe im Hintergrund. Und ich hoffe, dass nicht mehr so krasse Fälle hier kommen. Ich war hier wirklich geschockt gestern, musste da erstmal mit klarkommen, habe mich gestern nochmal runterfahren können, Gott sei Dank, dann abends bei den Pferden und nachher nochmal ein bisschen Klavier gespielt und so und alles wieder okay, aber das hier sind Sachen, die kann ich persönlich nicht nachvollziehen nach 4,5 Monaten. Die haben hier immer noch die Stromleitung, die Steckdosen haben wir eben gehört, die im Wasser gestanden haben. Die Leute sind traumatisiert, das darf man nicht verkennen. Wenn dir jemand sagt, ich brauche keine Hilfe, dann ist das nicht so, als wenn er keine Hilfe braucht. Es ist oft das Schamgefühl, was die Leute dazu bewegt, einfach zu sagen, ja, mir geht's ja gut, anderen geht's schlechter. Das sind die Erfahrungen, die wir jetzt seit 4,5 Monaten sammeln. Und man muss einfach das alles hinterfragen, am besten auch mal ins Haus gehen, wenn ihr irgendwelche Leute habt, wo ihr wisst, die haben einen Schaden, die ihr kennt und die euch erzählen, nee, ist alles in Ordnung, wir kriegen das schon hin. Geht einfach mal hin und schaut euch das an und ihr werdet relativ schnell merken, ob da vielleicht das Schamgefühl die Leute zurückhält, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und da sind wir alle gefragt. Ne? Ich bin guter Dinge, wir kriegen das hin und es hat Gott sei Dank wieder funktioniert und es ist wirklich eben so ein tolles Gefühl gewesen, in dem Kreis zu stehen. Und jeder hat so prägnante Worte gefunden. Da war kein Wort zu viel gesprochen, kein Geschwafel. Man hat die Sachen direkt auf den Punkt gebracht, hat gesagt, wie man helfen kann und womit man helfen kann und wie man die Situation einschätzt. Und das ist einfach, so muss das laufen. Anders kann es nicht laufen. Ich verabschiede mich von hier und werde vielleicht nachher nochmal irgendwie online gehen. Ich danke euch und vergesst nicht, jeder kann helfen. Ihr könnt auch von zu Hause aus helfen. 5-Euro-Haus und die Sache läuft. Bis. Ja, ich muss noch mal live gehen. Ich habe bis gerade mit Marco und seiner Frau zusammengesessen. Wir haben noch zu Mittag gegessen und haben gerade dann die Nachricht bekommen von Tibor. Und zwar war er bei der Stadt, Erftstadt, wegen dem Abriss. Und es sieht jetzt so aus, dass die Stadt jetzt noch mal rauskommt. Schau. Jetzt geht es wieder los mit dem Gebimmel hier. Also die Stadt kommt nochmal raus, schaut sich das nochmal an. Wir haben ja ein Konzept vorgelegt, wie wir das jetzt in Angriff nehmen wollen. Und dann entscheidet die Stadt, ob wir das so machen können oder nicht. Markus Zintel wäre dann sozusagen verantwortlich für den Abriss und wir würden das dann per Hand mit den Dachzeltnomaden abtragen. Und natürlich kostenfrei. Ja, das ist Stand der Dinge. Wir haben auf diese Info gewartet. Bis 14 Uhr musste das Konzept ja fertig sein und ist dann schriftlich eingereicht worden. Stadt schaut nochmal nach, ob das so machbar ist, wie wir das vorgeschlagen haben. Wenn die ihr okay geben, also es muss jetzt nochmal dafür eine Genehmigung eingeholt werden, das geht aber dann wohl auf schnellem Dienstwege und dann würde es dann relativ zeitnah, denke ich, losgehen. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst, also es hat alles funktioniert und vielen Dank für die ganze Hilfe, die jetzt schon kommt. Es ist einfach unglaublich und es war ein richtig guter Tag, sehr erfolgreich. Vielen, vielen Dank an alle, die hier mitgewirkt haben. So, ich überlege jetzt, was ich jetzt mache, aber ich glaube, unser Ahrtal bringt es jetzt auch nicht mehr. Mal gucken. Bis dann und danke euch allen. Bis später. Tschüss. Ja, ich bin jetzt gerade an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, und zwar hier in Bergheim-Fliehstädten und gehe hier gerade bei uns an dem Hof entlang an der alten Mauer. Man sieht immer, sind hier Gebäude angestückelt worden, ohne besondere Verbindung, sage ich mal.
und auch die Mauern hier sind zwar gut verfugt im Vergleich zu dem Gemäuerhöfen und mach mal gerade WLAN aus, sonst habe ich hier Empfangsprobleme zu den Höfen und sind da gemolken worden. Dann wusstest du genau, wann wer hier lang ging. Dann war einmal der Bauer Bock mit seinen Kühen und dann Rixen und Schreier und wie sie alle hießen. Ich glaube, wir waren 20 Bauern früher im Dorf. Ich glaube, mittlerweile sind es nur noch 3. Und das war hier gang und gäbe. Deshalb erinnert mich der Hof so ein bisschen an meine Kindheit und auch die ganzen Gegebenheiten. Thema Kühe. Die zwei Kühe machen euch auch Gedanken, machen euch Sorgen. Wenn der Abriss ist, müssen die Kühe auf jeden Fall da weg. Das wird jetzt erstmal alles nochmal abgesperrt, versiegelt, dass keiner hingeht, wegen der Gefahr. Und wenn das jetzt alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, heute geht, glaube ich, sogar der Antrag raus über den Rechtsanwalt und von der Familie Bieberstein. Und dann sollte es eigentlich relativ schnell losgehen, dass die gefährlichen Teile abgebaut werden können, durch uns abgetragen werden, mit Dachzeltnomaden zusammen mit Freiwilligen, mit der Firma Zintel. Wir stellen ja auch ein Gerät zur Verfügung mit Arbeitskorb. Und ja, dann wird es relativ kurzfristig losgehen. Und die zwei Kühe habe ich dann eben vom Tibor eine Nachricht gekriegt, ob ich die Möglichkeit hätte, die zwei Kühe irgendwo anders unterzustellen. Und dann habe ich Thomas Gräf kontaktiert in Euskirchen. Und innerhalb von einer Minute war die Sache geregelt. Thomas Gräf hat, glaube ich, Kühe bei Hubert Fell stehen in Erkelenz in der Ecke. Und überhaupt kein Thema. Auf dem kurzen Dienstweg haben die zwei Kühe jetzt erstmal ein neues Zuhause und werden dann irgendwann wieder zurückkommen, wenn alles geregelt ist. Ja, das geht alles auf ganz kurzen Dienstwegen und alle ziehen mit. Jeder tut das, was er kann. Und wenn es einfach ist, zwei Kühe unterzustellen. Ich finde das super und das ist eine tolle Sache, die da gerade läuft. Und mich hat das heute Morgen wirklich berührt und auch glücklich gemacht. Und auch, dass die ganzen Leute da waren und uns unterstützt haben. Dass die Celia auf einmal da stand, da wusste ich gar nichts von. Beate Wimmer wusste ich vorher schon, dass sie kommt. Markus auch und Marco und Jörg. Einfach super. Es hat mir wirklich Auftrieb gegeben, weiterzumachen. Und wir müssen einfach weitermachen. Es gibt noch mehr Fälle. Wie gesagt, ich warte dann noch auf Infos. Werde dann da auch hinfahren und die Probleme aufzeigen. Und nochmal an die Ämter. Ich glaube, wir sollten alle gemeinsam dafür sorgen, dass den Menschen jetzt der Winter irgendwie möglichst, ja, wie soll ich sagen, möglichst einfach gemacht wird, unkompliziert. Und da müssen wir einfach zusammenarbeiten und das auf kurzen Wegen und dann läuft das schon. Also ich hoffe da, dass wir, egal in welchem Kreis oder wo jetzt wieder Probleme sind, einfach gemeinsam schnell Lösungen finden. Wir haben viele Lösungen parat und wir müssen es einfach nur wissen und ob es eine Heizung ist oder egal was. Jetzt ist sogar, glaube ich, ein Kaminofen, der jetzt da ins Haus kommt beim Willi, der dann vom Baustoffzelt Kaiser hingebracht wird. Und es ist alles da, es muss nur an den richtigen Ort finden. Dafür brauchen wir eure Mithilfe und Information. In dem Sinne, mir ist kalt, ich fahre jetzt nach Hause, 8 Kilometer von hier, von dem Ort, wo ich groß geworden bin. Ja, immer schöne Erinnerungen hier. Ich sag mal bis dann. Macht's gut. Wir sehen uns und hören uns. Und vielleicht kommt heute noch ein lustiges Tiervideo. Ich schau mal. Gleich sind wir sicher noch bei den Pferden oder sonst was. Einfach mal ein bisschen die Zeit noch genießen. Ich bin also nicht mehr ins Ahrtal gefahren. Das hätte sich jetzt nicht mehr gelohnt für die kurze Zeit. Und die Jungs im Ahrtal, die sind übrigens übelst am Frieren. Die sind Betonplatten am Legen. Da oben pfeift der Wind. Es hat eben wohl geschneit. Ganz schlechte Situation für Erdarbeiten. Alles mit Ankündigung. Wir sind einfach zu langsam und zu spät dran. Und da müssen wir wirklich mehr zusammenarbeiten. Die Ämter müssen mehr auf die Praktiker einfach hören in solchen Situationen. Wir wollen doch alle nur das Beste. Und dafür müssen noch einige Lernprozesse, glaube ich, stattfinden, dass wir einfach zusammen am Strang ziehen und einfach auch mal auf die Praktiker hören. In dem Sinne, macht's gut, bis später. Tschüss. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Internetverbindung hier steht, weil irgendwie ist hier in dem Bereich des Raumes in der letzten Zeit schlechter Empfang gewesen und ich werde gerade mir selber angezeigt. Lohnunternehmen Markus Wipper führt Facebook,
ist jetzt live und ja, wie angekündigt, würde ich gerne heute mit dem Marco quatschen über Wildtiere und speziell über unseren neuen Freund, der heute gefunden wurde, den Gartenschläfer. Vor allem, was ist der Unterschied zwischen Gartenschläfer und Siebenschläfer? Marco, wenn du jetzt schon dabei bist, stell bitte eine Anfrage, dann hole ich dich mit ins Bild. Und ich finde es einfach wichtig, über das Thema auch zu sprechen. Vor allem haben wir jetzt Tiere, die im Winterschlaf sind. Vielleicht kann der Marco das nochmal genau erklären, was das heißt. Ich hätte eher gedacht, dass wir heute Fledermäuse finden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Fledermäuse in den Ritzen, in den Fugen sitzen, in den Spalten sitzen und da sozusagen den Winter verbringen. Marco hat da aber bestimmte Parameter, wonach der sucht, und es ist schwierig, bei so einer Temperatur Fledermäuse zu finden. Deshalb finde ich es höchst interessant und freue mich riesig drauf, wenn jetzt der Marco dazu kommt. Ich guck mal gerade. Nein, Marco ist noch nicht dabei. Ah, Marco. Vielleicht ist ja gerade noch die Waschbären am Füttern. Obwohl, er war eben schon durch. Wir hatten heute überlegt, vielleicht was drüber zu machen, weil ich finde, es einfach ein wichtiges Thema ist mit den Gartenschläfern, generell mit allen Tieren, die jetzt im Winterschlaf sind. Und auch im Hinblick darauf, wenn man jetzt irgendwelche Arbeiten am Haus erledigt, an alten Gemäuern, dass man vielleicht irgendwo drauf Acht gibt und vielleicht mal eine Wärmebildkamera zu Rate nimmt. Und ja, ich bin mal gespannt. Hier ist, glaube ich, jetzt eine Anfrage. Ne, leider ist der Marco noch nicht da. Marco, schick mal bitte eine Anfrage, wenn du dabei bist. Ich kann dich im Moment noch nicht sehen. Der Marco hat ein fundiertes Wissen über alle möglichen Tiere und ich finde das hervorragend. Wir waren ja bei der Wildtierhilfe, haben die besucht. Dann ging es erstmal zu den Waschbären, zu den Füchsen, genau, zu Shadow und seinem Bruder. Ich finde das Thema einfach genial und höchst interessant. Und ja, Waschbären, das ist immer so mein Traumhaustier gewesen, aber nachdem ich gesehen habe, was die für einen Blödsinn machen, sollte man da die Finger von lassen. Wildtiere sowieso zu zähmen, ist ein No-Go. Wenn man den Wildtieren hilft, ich habe meine Krähe großgezogen, dann ist das immer schwierig. Nachher die Krähen haben keinen Respekt mehr. Die gewöhnen sich an einen recht schnell. Das war übrigens das intelligenteste Tier, was ich in meinem Leben kennenlernen durfte, bis jetzt zumindest. Die war perfekt darin, einen zu studieren. Die Krähe kannte mich ganz genau und hat immer gewartet, bis ich irgendwie unaufmerksam war, um mir irgendwas zu klauen. Und da kann ich stundenlang drüber erzählen. Ja, schade. Der Marco ist noch nicht mit dabei. Doch, jetzt ist eine dritte Anfrage da. Ah, da ist der Marco. Jetzt bin ich gespannt. Wird hinzugefügt. Ich bete, dass das klappt, weil ich bin mir sicher, das wird ein richtig gutes Gespräch. Marco Weber, Wildtierhilfe Lorelei, habe ich im Ahrtal kennengelernt. Wie wir uns kennengelernt haben, können wir gleich auch noch mal kurz erzählen. Auf jeden Fall sind das Menschen mit einem riesen Herzen. Und Marco wird hinzugefügt, steht hier die ganze Zeit. Ich hoffe, dass es klappt. Ich bete, dass es klappt. Und wir haben sicher eine ganze Menge zu erzählen. Wird hinzugefügt. Marco, was ist das Problem? Oder du musst dein Handy mal querhalten, oder ich weiß es nicht genau. Vielleicht klappt es dann besser. Hier steht die ganze Zeit, wird hinzugefügt, aber es passiert leider nichts. Keine Antwort. Marco, ich probiere nochmal. Über die Wildtierhilfe Lorelei. So, jetzt seid ihr über einen anderen Kanal anscheinend reingegangen. Mal gucken, jetzt seid ihr über euren Wildtierhilfe Lorelei Kanal. Wird hinzugefügt, steht hier. Ich hoffe, dass es klappt. Hm.
Ich weiß nicht ganz genau, warum es nicht klappt. Ich gehe mal davon aus, dass wir befreundet sind. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn es nicht so ist, dann könnte das das Problem sein. Dann würde ich jetzt noch mal kurz rausgehen, Marco. Du hörst ja, was ich sage, denke ich mal. Dann müssen wir uns irgendwie befreunden. Ansonsten klappt das, glaube ich, nicht. Es tut mir leid, dass es nicht klappt. Normalerweise wärst du schon lange hier im Bild. Und ich habe das... Ah, super. Es klappt. Könnt ihr mich hören? Wenn nichts klappt, dann klappt zusammen. Ja. Stellt euch noch mal bitte ganz kurz vor für die Leute, die euch jetzt nicht kennen und warum wir jetzt über Wildtiere sprechen. Das wird super interessant und ich freue mich schon riesig drauf. So, gar nicht so einfach. Technik. So, wir sind mit der Hilfe-Lorelei. Was haben wir? Hält ein Waschbär das Handy oder was ist das Problem? Nee, das, genau das ist es vielleicht. Sollte mal in eine Hole gehen. Nee, lass mal. Lass die mal Blödsinn machen. Ich bin gerade am Gucken, auf welch du mich hier siehst und hörst. Ich habe zwei auf. Moment. Ist so besser? Nee, oder? Also wir können euch jetzt nicht mehr sehen, richtig? Also außer deinen linken und ihren rechten Arm. So, ist wieder gut. Das ist das Handy. Okay, dann ist es das Handy, weil ich habe jetzt auf beiden, da habe ich ein Bild von dir. Vielleicht ist es besser, wenn du das andere Handy ausmachst. Vielleicht nimmst du dir da ein bisschen Internet mit weg, weil das ist nicht das beste Bild gerade. Ja, wir haben ja auch ein sehr schlechtes Internet, weil wir so ländlich sind. Dann beten wir mal, dass es funktioniert. Genau. Dann stellt euch nochmal bitte vor. Wildtierhilfe Lorelei. Wir sind ja vom zweiten Tag an, auch im Ahrtal. Zuerst sind wir natürlich mal nach Schulz gefahren damals. Weil man hat und sind damit gefahren. Das war auch total dubios dann am Anfang. Wir wollten eigentlich zum Nürburgring fahren, um höchst dahin zu fahren. Also ist die Feuerwehr gelaufen, oh, Fahrzeug, Allradanhänger, passt auf, ja, Wasser, Kleid, bisschen Hundefutter, ja, mitfahren. Haben wir uns reingeholt und dann, wir hören euch leider nur abgehakt. Habt ihr irgendwie die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, wo besserer Empfang ist, vielleicht? Ja, Moment, ich stelle mal um. Auf LTE. Da ist gerade ein Problem mit der Übertragung. Also wir können gar nichts hören. Leider ist die Verbindung sehr, sehr schlecht, Marco. Kein Ton. Kein Ton. Ja, das ist in Deutschland ja ein Riesenproblem. Ich war ja jetzt auch im Bad Münstereifel, hätte da auch gerne einen Bericht drüber gemacht, aber es war absolut kein Empfang über Vodafone, eine Megakatastrophe. Ich verstehe das nicht, warum das in Deutschland immer noch ein Thema ist in der heutigen Zeit. Also wir sind da echt ziemlich hinterher im Vergleich zu anderen Ländern. Schade, jetzt sind sie raus. Wir probieren es jetzt gleich nochmal. Vielleicht haben die ein anderes Handy. Marco schreibt gerade über WhatsApp nochmal neu. So, ich gucke mal rein. Da ist noch keine Anfrage da. Ich warte nochmal auf die Anfrage und wenn das nicht funktioniert, dann tut es mir wirklich leid. Ich hätte es gerne gemacht heute, aber
Das wäre mega interessant, aber dann müssen wir das irgendwie anders machen, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Dann machen wir nochmal eine interessante Talkrunde zum Thema Wildtiere im Winter und vor allem die Tiere, die hier mit uns zusammenleben, was wir für die Tiere tun können, was es denn alles so für Tiere gibt und wie man die erkennt, was der Unterschied zwischen einem Siebenschläfer ist und einem Gartenschläfer, wie man die vielleicht unterstützen kann. Und es gibt ganz viele Themen zu dem Bereich, die ich heute gerne beackert hätte. Aber Marco, hier kommt noch nicht mal da. Jetzt ist nochmal eine Anfrage da. Wir probieren es nochmal. So, jetzt wird wieder die Wildtierhilfe hinzugefügt, in der Hoffnung, dass der Empfang jetzt besser ist. Bei der Kälte ist der Empfang sowieso schlechter. Keine Ahnung. Wildtierhilfe wird hinzugefügt. Das dauert schon extrem lang. Das finde ich ja, schade. Ah, jetzt seid ihr wieder da. Ja, ist der Ton jetzt besser? Jetzt ist besser, ja. Ja, jetzt haben wir auf LTE umgestellt. Also mit WLAN. Wir sind Aussiedler. Ja, aber ihr seid ja gar nicht so weit weg jetzt von irgendwelchen Ortschaften. Ne? Ihr seid zwar mitten im Feld. Genau, also wir hatten letztes Jahr, sollte eine neue Leitung gelegt werden, aber ja, das war vor den Wahlen, dann ist gewählt worden, jetzt ist es im Fall verlaufen. Wie das immer so ist, ne? Diese Versprechen mit den besseren Netzen, die geben die irgendwie alle 4 Jahre, aber kurioserweise passiert dann wieder nichts 4 Jahre lang. Ich war 2011 in Mexiko auf einer Rallye auf der Barra 1000, da standen wir mitten in einer Salzwüste. Da war ein Internetempfang, war ein Traum. Ja, ich war schon oft in Polen und du kannst da im größten Wald stehen, der in Polen ist. Du hast überall Empfang, 10-mal besser als hier. Ich kann es nicht nachvollziehen, was das Problem ist. Ne? Aber so ist das nun mal. So. So. Ja, mach mal. Wie gesagt, wir waren vom zweiten Tag an Ahrtal. Dann natürlich jeden Tag dahin. Und natürlich auch für Tiere, das ist ja ein großer Fokus, aber wie wir gesehen haben, was da los ist, haben wir natürlich den Fokus Mensch in den Vordergrund geschoben und dementsprechend haben wir am 12. Tag das Wildernt angesprochen, ob wir bei der Kadaverbergung die unterstützen können via Drohne. Wir lokalisieren, wo verendete Tiere liegen. Das durften wir dann auch machen. Das hat mich damals sehr erstaunt. Wir haben dann innerhalb 24 Stunden angefangen und haben dann den Tierschutzverband unterstützt. Wir haben also nachts geflogen, haben Stellen lokalisiert, markiert und die Tierrettung hat dann tagsüber die Bergung. Wir haben nur nachts die Fluggenehmigung. Tagsüber waren ja noch so viele Hubschrauber unterwegs. Und dementsprechend waren wir dann, ja, das war wie in der Rickets-Wetterzeit. Wir sind abends um 11 Uhr los. Und morgens um 6 Uhr waren wir fertig und mussten dann direkt auch nach Hause, weil sie musste um 8 Uhr arbeiten. Mittag haben wir uns dann aufs Ohr Kind ein bisschen bespaßt, Kind gefüttert und war eine sehr anstrengende Zeit, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt ja noch recht viele junge Kids, werden die Rehkids sind und sind sehr zeitintensiv in der Aufzucht. Eigentlich am schlimmsten aufzuziehen vom vom finanziellen Aspekt her sind sie am günstigsten, aber vom Zeitfaktor her sind die sehr, sehr anstrengend. Ja, die Füchse war noch da, ja. Die haben wir erst Ende August haben wir die ausgewildert, war dies ja sehr viele Pferdhasen. Die Füchse haben wir alle weg. Ist irgendwie schade, weil ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist, aber ich höre nur abgehakt. Das ist mega schlecht oder mega schwierig, euch zu hören. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht irgendwie noch? Aufs Dach. Schade, aufs, weil das ist so ein interessantes Thema. Ja. Sonst muss man
auch mal im Wohnzimmer, wo wir was Besseres haben. Sekunde. Erzähl du mal. Das wäre super. Nimmst du einfach mit zum Testen, du willst Gold. Also ich kann nur sagen, ich habe die zwei getroffen. Da war ich auf dem Weg zu dem Tunnel. Da haben wir uns getroffen. Das war so, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage nach der Katastrophe. Und da wollte ich einfach mal schauen, wie das Tal aussieht. Da war dann die Verbindung von Markus Zintel fertiggestellt Richtung Dernau. Und dann bin ich losgefahren und da hatte ich noch einen Major getroffen, der meinte, nee, hier kommen Sie nicht durch, Herr Wipperfürth, oder wir haben uns geduzt, glaube ich, wir kannten uns ja alle. Und dann meinte ich, ja, ich gucke nochmal, wie weit ich komme. Und dann habe ich euch irgendwann mit dem Geländewagen abends getroffen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ne? Und das war schon schwer beeindruckend, dass ihr da abends rausfahrt, um eben eine Suche abzuhalten. Und tagsüber seid ihr ja auch aktiv für eure Tiere, die ihr zu Hause habt. Und das fand ich schon ja, ziemlich krass. Und seitdem kannten wir uns dann und sind uns ständig irgendwie wieder über den Weg gelaufen. Ne? Das Ahrtal ist klein. Klein, aber lang. Genau. So, nee, wird nicht besser. Was ist mit Telefon? Wie könnte das funktionieren? Ja, oder wir müssten so ein. Geht das mit. Macht man das mit dem Zoom? Genau. Kennst du dieses Zoom? Obwohl, jetzt geht's. Sollen wir noch mal eine Runde quatschen? Erzähl mal was über den Gartenschlepp. Ja, das war heute natürlich. Das ging eigentlich. Ja. Gartenschläfer geht ja in die Winterruhe. Und. Wir kamen heute dahin und da hast du schon direkt oben an der Treppe, das hat schon nachher noch gezeigt, ja, Nüsse, Kot, und da war mir direkt klar, was wir hier. Und die schnellste Möglichkeit, was zu lokalisieren, ist mit der Wärmepumpe. Und das hat man gefunden, ich hatte das Rohr angehoben und da kam auch einer direkt rausgeschossen, den haben wir direkt gesehen und der ist aber in diesem Bereich gelaufen, wo ziemlich durchfault ist. Da wollte man dem auch nicht nach. Und ich habe dann nur noch die Wärmebildkamera ans Rohr gehalten und da hast du gesehen, dass am Ende des Rohrs noch ein drin war. Und die sind jetzt in der Winterruhe. Und ich bin mir ganz sicher, wenn man das jetzt so nach und nach abbaut, wird man noch viel mehr finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man viel mehr findet. Und bei dem Mauerwerk denke ich auch, dass wir da die Mauereidechse haben. Ja. Was ist mit Fledermäusen? Fledermäuse glaube ich nicht. Dafür ist das zu offen. Und unter den Blechen, die haben ja Blechdach drauf. Da wird fledermaustechnisch nichts auftauchen. Ich habe auch keinen Kot gefunden. Wenn die Fledermäuse da irgendwo ansässig sind, dann die sitzen ja meistens hinter Wandplatten. Wir haben ja hier zwischen Wand. Die Wände sind ja freiliegend. Also Fleder, denke ich, werden wir da keine finden. Bei uns sitzen die in den Spalten schon mal, wo Backsteine senkrecht gemauert sind, so in Bögen. Wenn da ein Spalt drin ist, sitzen die oben drin, die krabbeln dann hoch und habe ich da jetzt auch so nicht viel gefunden. Aber ich dachte schon, da wären Fledermäuse, aber du bist der Experte. Nein, also... Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Fledermausexperte. Also wir werden, ja, seit 2 Jahren ist das, wo wir gerufen werden, wenn Fledermausprobleme sind. Ich habe da eine, von der habe ich sehr viel gelernt. Und die ist da auch richtig gut. Ne? Also da holen wir uns dann immer Unterstützung. Man kann nicht alle Tierarten machen. Und man muss sich immer auf bestimmte Tierarten konzentrieren. Wenn wir alles machen müssten oder könnten, dann müssten wir 20 Leute rumrennen haben. Der Ton ist immer noch extrem schlecht. Habt ihr noch irgendwas, was euch vielleicht Internet wegnimmt? Ein zweites Handy oder ein drittes, was ihr vielleicht ausmachen könnt? Oder ist alles abgeschaltet? Ja, alles aus. Wie geht denn dieses Zoom? Aber ich glaube, das ist das gleiche Problem.
ist das gleiche Problem. Ne? Ja. Was hältst du denn von dem Tag heute, Marco, als wir jetzt unten waren? Oder was haltet ihr beide von dem Tag? Ich meine, es war ja schon, ja, wie soll ich sagen, eigentlich ein erfolgreicher Tag, würde ich mal behaupten, oder? Wie seht ihr das? Die Problematik war ich ja bekannt. Also ich sehe den. Ja, ich hatte es ja schon direkt angesprochen. Unser Ziel, unser Aspekt ist jetzt erst die Tiere. Die Menschen werden ja durch euch versorgt. Und wir waren das Thema Tiere da. Ne? Das Thema heute mal eigentlich so ein bisschen zur Seite geschoben und habe mich auf die Tiergeschichte da konzentriert, weil der Abriss sollte um 2 Uhr stattfinden. Die Kühe waren noch drin. Was ist an Wildtieren da? Und das Erfolgreiche jetzt ist, wir haben heute Abend ja nochmal Kontakt mit der Behörde gehabt. Morgen haben wir noch einen Telefontermin mit dem zuständigen Veterinär. Wenn die Dachfeldnomaden das jetzt langsam abbauen, können wir die Tiere nach und nach sichern. Sprich, ich werde auch den Dachzeltnomaden sagen und zeigen, was sie zu tun haben, wenn sie Tiere finden. Ich werde jetzt in 14 Tagen dahinstellen und aufpassen, was für ein Tier auftaucht. Ja, ja. Aber eins muss ich sagen, der größte Erfolg heute für mich persönlich ist, dass ihr den Gartenschläfer gefunden habt. Dass wir da aufgetaucht sind, wären wir nicht da aufgetaucht, würden es jetzt wahrscheinlich eine Kolonie Gartenschläfer weniger geben. Also so sehe ich die ganze Sache. Wenn wir nicht da hingegangen wären und heute Morgen wären die Bagger angerault, weil es gab ja nochmal einen Aufschub bis 14 Uhr, bis das Konzept stand, dann würde es die Gartenschläfer nicht mehr geben. Das muss man klipp und klar sagen. Also genau. Vielen Dank an euch beide. Ihr habt mal wieder hervorragende Leistung gebracht heute. Ne? Also das... vielen Dank. Ne? Das im Namen aller Gartenschläfer. Es ist, wenn man weiß, wo und nach was man suchen tut, ist es eigentlich gar kein Grund, wenn man die Technik noch dazu hat. Das ist ja mit heutiger Technik, mit Wärmebildtechnik oder mit den Kameras, wo 5 Meter Leitung ist, wo ich in jedes Rohr reinleuchten kann, war halt dumm. Ruckzuck war der Akku leer von dem Ding. Ist das ja gar nicht mehr heutzutage. Ne? Ja, aber das ist das, was mir an euch schon seit den 4,5 Monaten auffällt, seitdem ich euch kenne. Was ihr leistet, wird viel zu wenig gewürdigt. Was ihr mit Shadow geleistet habt, was ihr im Vorfeld geleistet habt mit der Drohnenarbeit, was ihr gefunden habt, was ihr Menschen Hoffnung gegeben habt und unterstützt habt. Euch sind Probleme angetragen worden. Da wäre ich, glaube ich, dran zerbrochen, wenn mich Leute angesprochen hätten und hätten von mir oder hätten mich gebeten, Hinterbliebene zu suchen. Da muss man ja auch irgendwo vielleicht irgendwas vorweisen oder man hat den Zwang, irgendwie den inneren Zwang, da Ergebnisse vorzuweisen. Und ich möchte euch, ich mache das jetzt, weil ich weiß nicht, wie lange die Verbindung noch steht. Ich möchte euch jetzt schon mal danken, was ich eigentlich ganz am Schluss machen wollte, für das, was ihr die letzten 4,5 Monate wirklich geleistet habt. Für alles, für Tier, für Mensch, für das ganze Ahrtal. Und es ist immer Hoffnung. Wir haben alle mitgefiebert mit Shadow, mit euch. Wie viel 1000 Kilometer seid ihr gefahren? Jetzt sind wir schon über 19.000. 19.000 Kilometer fürs Ahrtal, ohne dass ihr irgendeinen Cent dafür kriegt. Ihr habt auch keinen Diesel in Anspruch genommen, weil ihr Benzin fahrt. Ne? Ist doch richtig, oder? Ja, genau. Ja, also wie gesagt, danke im Namen von allen und das wollte ich jetzt noch loswerden, weil ich glaube, jetzt noch ein längeres Gespräch über Wildtiere zu halten in der jetzigen Frostperiode, das macht, glaube ich, nicht viel Sinn, weil durch dieses hakelige Internet, ich weiß nicht, wie das die Leute sehen, die hier zuschauen, ist das vielleicht, das ist einfach zu interessant, das Thema, als dass ich da irgendwie so ein Gespräch jetzt führen will, wo wir uns nicht richtig verständigen können, was das Internet schuld ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Sollen wir weitermachen oder sollen wir nochmal einen neuen Versuch starten, wenn wir uns eh irgendwo sehen? Wir treffen uns ja eh die ganze Zeit. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Ich lese jetzt mal kurz mit, ja?
Wir können bei, ja mal bei probieren, mir? Dieses Zoom. Also ich kenne mich da ehrlich gesagt, also hier steht jetzt Bild und Ton super, dann ist das vielleicht nur bei mir so. Dann also wir haben auch, wir hören auch alles. Wir hören dich perfekt, wir sehen dich nur nicht. dann gehe ich mal woanders hin, vielleicht liegt das tatsächlich bei mir hier. Weil hier, hier schreiben alle, bitte weitermachen. Ich nehme euch mal mit hier durchs Kreativzimmer, sage ich immer. Hier ist, das hier ist auch ein Wildvogel, das ist ein Geflügel. Ne? Und ich gehe jetzt mit euch mal hier hin, vielleicht liegt es an meinem Empfang. Ist irgendwie schlechter Empfang. Kann ich hier hin? Also ich zeige euch mal. Hier ist eins. Da ist eins. Ich gehe mal in die Küche. Vielleicht geht das. Wolltest du da hin? Dann gehe ich jetzt zu Paul Herrmann. So, versuchen wir nochmal. Vielleicht liegt es ja an meinem Handy. Was für Tipps kannst du uns denn geben zum Thema Notfalls sind immer Gartenschläfer? Das ist immer noch irgendwie hier hakelig. Hm, ja, schade. Also wir haben, also ich denke mal, irgendwie ist halt die Verbindung zwischen uns zwei und die Leute hören es recht gut. Ist komisch, manche sagen, es wird hakeln, also so wie bei mir, ich höre euch nur hakelig, aber ist nicht schlimm, dann machen wir einfach weiter. Erzähl uns mal bitte was zum Gartenschläfer. Alles gut gehört. Ja, der Gartenschläfer ist eine Bilge, also eine Bilgeart, die diese Tiere leiten wir eigentlich weiter. Wir machen an Nagern gar keine. Wir machen hauptsächlich Raubsäuger und Rehwild. Und wir haben sehr viele Anfragen, hauptsächlich so ja, um die Winterzeit oder am Ende Richtung Frühjahr, weil die Gartenschläfer oder auch die Siebenschläfer sich gern in Polderkisten oder in Garagen, da bauen die ihre Kuppel und halten da ihren Winter. Und ja, die werden halt sehr oft gefunden dann. Und dann rufen die Leute an, was machen wir? Und da haben wir, wir machen da eigentlich nur eine Grundversorgung und leiten die an Stationen weiter, wo wirklich gezielt nur Tierart machen. Und von daher haben wir uns eigentlich nur soweit mit dem befasst, eine Erstversorgung zu machen. Es ist eine streng geschützte Art. Die Stationen, wo diese Tiere dann aufpäppeln und aufziehen, die unterliegen der ABU zu 99%. Da gibt es Projekte vom BUND, wo da die Projekte unterstützen. Und an streng geschützten Arten machen wir eigentlich nur die europäische Wildkatze. Ja, also wir sind ja hier eine Anlaufstelle für einen großen Bereich. Und natürlich lehnen wir Leute nicht ab, wenn sie uns ein Tier bringen. Wir gucken dann, wie wir die Tiere weiterleiten in die speziellen Stationen. Dann. Wir haben da so ein Netzwerk, wir sind auch vernetzt. Und das klappt auch sehr gut. Ja, wir haben unsere zweite Vorsitzende, die macht Waschbären. Und dann haben wir hier eine benachbarte Wildtierstation, die macht und Federn, sprich ja, Eulen, alles, was wir so an Federn gebracht bekommen. Wenn jetzt ein Vogel kommt, Anflugtrauma hat, der nur ein, zwei Tage Ruhe braucht, die lassen wir mal hier. Wir haben die Woche jetzt gerade in Turmfalken gehabt, der hat auch einen Autounfall gehabt, der war 3 Tage dann hier bei uns, der hat sich erholt und dann haben wir den wieder freigelassen. Und dementsprechend arbeiten wir da mit vielen Stationen zusammen. Wir sind ja auch noch recht neu hier in der Szene und auf dem Markt. Wir sind erst seit 5 Jahren mit der Wildhilfe dabei, ja, 6. Jahr jetzt, mhm. Gell? Und haben viele Schulungen gemacht. Ich meine, so die Grundkenntnisse wurden mir ja in die Wiege gelegt durch meine Großvater und meine Großmutter. Und da habe ich vom Kind aus miterlebt. Nur gab es dann, die haben Probleme bei der Aufzucht. Die haben aufgezogen, die ausgebildet. Die Rehkitze
haben dann 7, 8 Jahre im Garten gestanden. Und das wollten wir nicht und haben uns dementsprechend kundig gemacht, Schulungen gemacht. Und wir haben da in NRW eine Wildtierstation, die ist Wahnsinn. Da können wir uns immer hinwenden, wenn Tiere kommen oder Krankheiten da sind, wo wir noch nie mit zu tun hatten. Und das läuft wirklich, wirklich gut. Da wird sich ausgetauscht. Ich meine, jedes Tier ist anders, jede Krankheit hatte man auch noch nicht gehabt. Da habe ich gelernt, wie man Heutefüchse, die Aufzucht der Wildkatze haben wir da gelernt. Wir haben da ganz liebe Menschen kennengelernt, Hoffnung für Füchse. Benita Stiftung in Heidelberg, die unterstützen uns und diese Unterstützung gänge es auch gar nicht. Allein von den Spenden, was wir einnehmen, könnten wir die Anzahl von Wildkatzen, die wir aktuell hier haben, nicht aufgeben. Oder geht gar nicht. Die Wildkatze ist das teuerste Tier. Die kostet uns eine Aufzucht pro Tier 2.500 Euro. 14 Katzen Hammer, kann man sich ausrechnen, kostet unheimlich viel Geld und ist die Wildtierhilfe wird auch, ja, die sind sehr selten, weil da ist kein Geld zu verdienen. Erklär mal bitte, den Leuten hier, warum die Wildkatze kein normales Katzenfutter verträgt und warum die Aufzucht von einer Wildkatze so teuer ist. Also das ist die Wildkatze. Ja. Ich kriege von der Wildkatze immer nur die Mappe vollgehauen und sie ist die Expertin. Also Wildkatzen werden ausschließlich von Mäusen und Ratten ernährt in der Aufzucht. Das heißt, wenn sie ganz klein sind, noch Milchtrinker sind, bekommen sie natürlich ihre Milch und Rindermuskelfleisch und ab dem Alter dann geht es kleine Mäuse los, aber größere Mäuse noch größer. Mäuse, dann kommen Ratten. In der Wachstumsphase Tag 10 Ratten pro Katze. Die müssen wir natürlich. 10 Ratten? Täglich. Also die sind jetzt, das sind jetzt keine solche Ratten, das sind so halbwüchsige. Ja. Und und deshalb komme ich dann Wildkatze aufziehen auf 2.500 Euro. Ja, also man kann rechnen, pro Ratte nachher kostet die circa 2 Euro eine Ratte. Wahnsinn. Ja, und die Wildkatze hat einen anderen Stoffwechsel wie die. Also sie hat mit der Hauskatze eigentlich nichts zu tun. Außer dass sie so ähnlich miaut, dann hört man das miaut so noch aggressiver. zum Beispiel einen 25 cm längeren Darm. Und wenn ich ihr abgekochtes Futter gebe, kriegt sie eine Darmentzündung, wird fiebrig und verstirbt. Ja? Die verträgt sowas es überhaupt nicht. Und das ist das Problem, wenn so eine Katze ein Tier und wird falsch ernährt, dann geht das ganz schnell. Gerade wenn sie noch recht klein sind und es wird nicht erkannt, eine Wildkatze. Dann wird sie noch geimpft, kommt noch Flohpuder drauf und dann kann es da in 48 Stunden kommen. Das ist zu 80% dann so. Ja. Wo kriegt ihr die Ratten her? Gibt es da extra Zuchtstationen für? Die gibt es im Zoohandel, Futterzoohandel. Das ist Frostfutter. Die Falknerei, Schlangenbisser, die kaufen ja auch da ein dann. Ne? Oder gerade die Zoos. Und, selbst züchten, da brauchst du dann Paragraph 11 für Ratten zu züchten. Dann bist du nur noch damit beschäftigt, die Aufzucht von den Tieren irgendwie an Zeit zu investieren. Die Hygienemaßnahme muss gegeben sein. Du kannst dann noch Ratten und am Sauber machen und am Züchten hast gar keine Zeit mehr dann für die Wildkatze. Das wurde alles schon gemacht. Unsere Chefin hat ausprobiert und sagt, lasst es sein, jetzt kaufe und
anders durch. Ja. Was sind denn die Wildtiere, die am einfachsten zu pflegen sind? Was wahrscheinlich Rehe oder da habt ihr am wenigsten Arbeit mit, nämlich gar keine. Oder was ist so bei euch in der Wildstation dasjenige? Füchse. Füchse ist am allereinfachsten. Füchse. Die bekommen eine Milchschale rein. Also es ist ganz selten, dass wir Füchse bekommen, wo die Augen noch zu haben. Weil wo kommen Füchse mit zu den Augen her? Die liegen ja am Bauch. Da kommen die ja nicht raus. Die kommen ja erst raus, wenn die Augen auf sind. Dann sind die schon in der, wenn sie früh sind, zweite, dritte Woche, dann hast du wirklich ganz junge Füchse. Ja, weil wenn die Augen noch zu sind, da geschieht was. Die finden aus dem Bau gar nicht raus. Und von daher, die Füchse, wenn die kommen, die kannst du direkt in die Schale setzen. Die kriegen die Milch schon aus der Schale. Die kriegen dann ja, 4 bis 5 Stunden Milchschale. Und nach der 5., 6. Woche bekommen die schon Fleisch. Die sind sehr schnell. Also die sind in der Entwicklung viel schneller wie ein Hund. Und da kannst du auch den Kontakt früh abbrechen. Du hast ja immer Gruppen. Man soll ja auch, egal was für ein Wild ist, Leine großziehen. Da erkennt man eigentlich, ich sage immer, predige den Leuten, wenn ihr was Gutes tun wollt, stützt und unterstützt Wildtierstationen in eurem Umfeld. Aber guckt erstmal auf die Internetseite, wenn jemand ein Reh oder ein oder sonst was raus mit dem Hund auf dem Sofa großzieht. Braucht auch eine Spende, weil ihr das ist verlorene Lebensmühe, weil die Tiere sind nachher eher wildbahntauglich. Da siehst du schon, ob die Leute haben oder nicht. Es gibt sehr viele, sehr gute Wildtierstationen in Deutschland. Sollte man auch unterstützen. Nur sollte man auch vorher gucken, ob sie auch was taugen. Weil es nützt, wenn ich ein Reh auf dem Sofa gehe mit dem Hund, das Tier wird kein Jahr alt. Das ist ein fehlgeprägtes Tier. Und das Tier verteilt. Ich finde das so schade, dass dieses interessante Gespräch, was wir hier gerade führen, irgendwie so schlecht übertragen wird. Also es ist für mich mega anstrengend, dem Gespräch zu folgen. Ich weiß nicht, sollen wir irgendwie nochmal einen Termin ankündigen und probieren vorher mal, ob wir über eine Zoom besser sprechen können, weil ihr könnt mich, glaube ich, gut hören, aber ich höre euch nur abgehakt. Also das ist echt schwierig gerade, weil ich finde das so wichtig, dass wir alle mal ein bisschen mehr Ahnung von Wildtieren kriegen. Zum Beispiel, wie unterscheide ich eine Wildkatze, war eben eine Frage. So viele Fragen haben wir alle an dich. Deshalb fände ich es gut, wenn wir einfach eine gute Übertragung haben. Sollen wir das einfach so machen, dass wir nochmal eine Zoom probieren? Also jetzt nicht heute, sondern irgendwann später nochmal, weil ich mache jetzt gleich mal Feierabend. Wir hatten heute alle einen schwierigen Tag, glaube ich, einen anstrengenden Tag. Und dann machen wir nochmal einen Termin, den wir fixieren, wenn es klappt mit der Zoom. Ja, gerne. Ja, klar, ja. Können wir machen. Kein Problem. Ich denke, das macht Sinn, weil wir wollen von deinem Wissen alle ein bisschen partizipieren. Wir wollen nicht ein bisschen aussaugen. Wir wollen das bei uns reinkriegen in den Kopf, damit wir einfach wissen, was machen wir, wenn wir einen kleinen Fuchs finden? Was machen wir, wenn wir einen Siebenschläfer finden, der zufällig jetzt gerade in der Jahreszeit gefunden wird, der am Schlafen ist und so. Viele Fragen, die mich auch beschäftigen, wo ich einfach mehr drüber wissen will. Und mit dir, die Gespräche sind immer super oder mit euch, weil ihr so viel Ahnung habt. Und es ist einfach zu schade, dass wir jetzt hier so ein Gestammel im Prinzip haben, was durch das Internet verursacht wird. Also wir machen nochmal einen Termin und vielen, vielen Dank an euch beide. Es macht so leider wenig Sinn. Also das wäre zu schade, würde ich mal sagen. Ne? Machen wir. Komm rein. Wir müssen uns mal mit dem Zoom-Internet beschäftigen. Kriegen wir hin. Wir üben das nochmal und dann machen wir nochmal einen Termin. Es ist einfach zu... Mich interessiert das persönlich so extrem und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die jetzt schon abgeschaltet haben, weil du kannst es kaum verstehen. Ich habe auch Probleme hier. Deshalb nochmal vielen Dank an euch und vielen Dank an alle Leute, die zugeschaut haben. Es tut mir leid, die Übertragung
Ist leider eine Katastrophe, aber wir kriegen einen anderen Termin hin, ja? Und viele Grüße an die Waschbären und an alle anderen auch, ja? Machen wir. Macht's gut. Tschüss. Gute Nacht. Ciao. Nacht.